Wir spielen SteamWorld Build, gerade frisch angekündigt am 23. Januar 2023 auf Twitch. Ich zeichne auch für YouTube. Ein neues Spiel, das rauskommt irgendwann 2023 vom Publisher Thunderful und einem schwedischen Entwicklerstudio. The Station spielt in der SteamWorld Welt. Da gab es viele andere Spiele schon vorneweg. Und ist der erste City Builder und auch das erste Ressourcenmanagement und Dungeon Management Spiel von denen. Release 2023, Spiel kommt raus für den PC, Windows PC und auch für diverse Konsolen, PlayStation 5 und 4, Xbox One, Xbox Series S und X, Nintendo Switch. Und ist ein Singleplayer-Game. Es wird ungefähr über den Daumen 5 Stunden am Schluss an Gameplay haben. Es sei denn, man spielt auf etwas schwierigeren Schwierigkeitsgraden oder guckt sich die liebevoll designte Welt etwas genauer an. Und genau das habe ich vor. Das heißt, wir starten eine neue Partie. Das sind die 5 Karten, die zur Auswahl stehen. Die 3 Schwierigkeitsgrade sind hier aufgelistet. Wir nehmen das Tutorial mit, wir nehmen die Story auch mit. Ihr könnt beim zweiten, dritten Anlauf auf einer anderen Karte spielen. Ihr könnt mit einem anderen Schwierigkeitsgrad zocken. Ihr könnt die Story mitnehmen, weglassen, Häkchen setzen, wie auch immer. Wir wollen einen hübschen kleinen Namen setzen für unsere Stadt. Da fällt mir leider nichts anderes ein als gerade Bull City. Damit machen wir eigentlich gar nichts falsch. Und mit dieser Karte spielen wir hier mit Grand Gully. Das sind die anderen, die uns zur Auswahl stehen. Jede sieht halt etwas anderes aus und bietet etwas andere Herausforderungen nachher. Und ich wünsche euch allen viel Vergnügen hier und auf geht's. Viel Spaß! Frühe Vorabversion, es gibt auch eine Steam-Demo, die ist etwas reduzierter im Umfang, hat allerdings dieselbe Karte, könnt ihr gratis runterladen. Gibt's auch auf Epic und bei GOG. You see all those stars up there? That's where we'll live once we escape this world. There's so many. Which one? Whichever one you want, kiddo. How will we get all the way up there, Pa? By following my plan, little friend. What are you planning? I am here to get you all to safety. It is the sole purpose of my existence. Lucky that Pa found you then. Sure is nice with someone looking out for us. Quite. How will you help us then? Allow me to explain. Long ago, a great hoard of ancient technology was buried here. Technology that has the power to do what you need. Buried deep, deep below the earth. But as you see, I quite lack the ability to dig it up. Pa and I are really good at digging up things. Yes, you bots are excellent for manual labor. But do not think it will be an easy journey, my eager friend. We have to go further down than you would ever think possible. And only once we reach the very bottom of the world, we will find your way to the stars. Well, if it won't be easy, then I'll need the best second in command to make sure we get there. Who's that? You, of course. Wow. Does that mean I'm gonna be a hero like you? Heroes give people hope, yeah? You've always given me that, kiddo. Must mean you've always been one. Look, Pa, I see it! I see it, the mineshaft! All right, folks, time to get to work. Geht's, unser Abenteuer beginnen oberhalb der Erde und unterhalb der Erde. SteamWorld Build vorab Version. Frühe Version, fertiges Spiel wird natürlich auch auf Deutsch sein. Die Demo ist ein bisschen weniger umfangreich als das, was ich euch zeigen werde. Und die gibt es in den einschlägigen Plattformen. Links werden auf Twitch gepostet oder sind da drunter in der Textbeschreibung auf YouTube. Und so fangen wir jetzt hier an. In dieser Welt hier oben. Es ist ein Echtzeitspiel. You hear that? Something is making a noise. Probably just some old hinges on the mineshaft elevator that are creaking. We'll get working in no time. You better. I'll be ruined if this doesn't work out. You hear? Ruined. We'll need to get this city up and running first and foremost, though. Squeeze the area for resources and the people for all that they're worth.
That's mighty harsh, ma'am. Just get it done. Na, eine sehr sympathische Frau, die uns hier, eine Roboter-Lady, die uns hier herumschubst. Es geht los mit dem Tutorial, kann man anknipsen, kann man lassen. WASD kennt ihr von anderen Spielen auch. Mit der mittleren Maustaste kann man die Spielwelt auch frei bewegen, hin und rein zoomen mit dem Mausrad und so weiter. Und hier starten wir. Wir starten mit diesem kleinen Bahnhof. Wir starten und der Bahnhof hier. Eisenbahnlinie, ganz wichtig. Es wird nachher regelmäßig ein Zug vorbeikommen. Wird uns Waren bringen. Wir können Tauschgeschäfte machen. Wir können auch handeln. Das lernen wir alles gleich kennen. Wir können rechts und links Gebäude bauen, unsere Roboter unterbringen. Und es gibt nachher noch einen zweiten Platz, den wir erschließen können. Die sind auch unterschiedlich groß, die Gebiete. Allmählich schaltet man weitere Teile noch frei. Wir werden nachher auf Minen noch stoßen und werden darauf auch bauen können. Damit, wo wir beginnen, ist, dass wir ein paar der Wohnhäuser hier unten bauen. Das Tutorial führt uns schrittchenweise, Stück für Stück hier durchs Baumenü hindurch. Später wird es ausladend sein, es wird verschiedene Bevölkerungsschichten geben, mit verschiedenen Bedürfnissen auch, so wie man das von vielen anderen Citybildern auch kennt. Aber es ist halt ein doppeltes Spiel, oberirdisch und unterirdisch, und beide Ebenen sind auch geschickt miteinander verzahnt. Das schauen wir uns dann gleich noch im Detail an. Wir wollen erstmal mit der Straße hier, alles muss mit dem Bahnhof in der Mitte verbunden sein, ein bisschen Stadtplanung hier betreiben, ziehen das hier nach oben hin, hier einmal quer lang, dann setzen wir ein paar Gebäude hier hin und ihr seht die Ressourcen oben, Geld ist beispielsweise auch eine Ressource und Bretter, wir starten mit einem gewissen Vorrat, müssen die später allerdings selber herstellen. Ein Gebäude wird gesetzt. Wir können mit der Tab-Taste das rotieren lassen. Die haben oft einen Eingang, diese Gebäude. Darauf muss man achten. Das gilt aber für die Wohngebäude hier. Gilt das nicht. Und wir können später, auch wenn wir uns verbaut haben, die Gebäude auch wieder umplatzieren. Also kein Grund hier irgendwie zu denken, um Gottes Willen, ich habe mich verbaut und muss wieder von vorne anfangen. Das ist alles nicht nötig. Ja? Hier vorne gehen wir einmal hin, neben den Kaktus. Ich mache doch nicht einen Kaktus kaputt. Und wir starten erstmal damit. Dazu werden wir aufgefordert, 6 von diesen Gebäuden zu platzieren. Setzen die auf jeder Seite hin. Die müssen später noch in Reichweite sein von Dienstleistungsgebäuden oder müssen Waren noch bekommen. Aber das hat im Augenblick alles noch ein bisschen Zeit. Wir setzen hier noch 2 hin. Dann verbinden wir die wieder mit Straßen miteinander. Das sollte eigentlich schon genügen hier. Hier vorne auch. So, die ersten Bewohner ziehen allmählich rein. Spiel läuft in Echtzeit, ist aber alles andere als hektisch. Und es ist auch mal so, wenn man ein bisschen... Wir spielen auf schwierigem Schwierigkeitsgrad, aber wir sollten es eigentlich gut gebacken bekommen hier vorne. Das sind die einfachen Straßen. Später gibt es noch bessere im Spiel. Und jetzt werden wir aufgefordert, für das erste Bedürfnis unsere Leute zu sorgen. Wenn man ein Gebäude anklickt, hier zu sehen, da sieht man links verschiedene Informationen, welche Waren die brauchen. Je nach Bevölkerungsgruppe immer mehr, die werden Schritt für Schritt freigeschaltet. Und was die dann noch generieren, was sie erzeugen, nämlich Geld und Arbeitskräfte. Arbeitskräfte ihrer Bevölkerungsstufe und Geld, das sind halt die Steuern, die reinkommen. Wir geben Geld aus, bekommen über sich allerdings auch Geld rein. Und sie haben ein Bedürfnislevel oder ein Zufriedenheitslevel. Und wenn wir den voll erfüllen, dann kann man irgendwann auch, bekommt man halt besonders viel Geld und besonders viel Arbeitskraft von denen. Das Erste, was sie brauchen, ist überhaupt mal ein Markt hier. Hier oben wird angezeigt, sie zeigen Steuern, sie zahlen Arbeitskraft, welche Bedürfnisse da sind. Das sind die Waren, das ist der Zufriedenheitslevel und das ist das, was die hier erzeugen. Das Erste, was die brauchen, ist ein Marktplatz. Den holen wir uns hier drüber. Und den würde ich gerne relativ zentral setzen, weil das ja ein Gebäude ist, von dem viele, viele andere Gebäude aus erreicht werden müssen. Und das läuft über das Straßensystem. Bei einer großen Stadt werden wir mit einem Marktplatz alleine nicht auskommen. Aber wir können jetzt mal problemlos mit einem hier schon mal anfangen, denke ich. Und setzen den mal hier hinten hin. Es hat etwa hier die Größe eines Wohnraums. Tappen ihn einmal hier hin. Ziehen ja auch Straßen lang. Einmal hier oben lang. Einmal hier schon mal hin. Und geben das schöne Geld aus. Jetzt geht es langsam wieder runter. Jetzt gehen wir ein bisschen ran, dass ihr auch sehen könnt, wie alles freigeschaltet wird. Auf dem Marktplatz werden unsere Roboter gleich, was weiß ich, bekommen Schmieröl oder irgendwelche anderen Sachen, Handwerkerdienste, werden zusammengeflickt, was man halt so braucht irgendwie. Das schwarze Gold beispielsweise.
und so weiter. Jetzt tauchen neue Sachen aus. Und zwar, also wir sind ja gestartet mit einigen Brettern, aber Bretter sind endlich. Wie gut, dass wir hier auch einen Wald haben auf diesen Karten. Und hier im Tooltip wird uns auch in der Karte vorgeschlagen, wo wir den hinsetzen können, allerdings nicht müssen. Sehr viel Wald gibt's nicht und da müssen wir weit rüber gehen bis zur Stadt. Waren werden abgeholt, werden versorgt mit einem Lagerhaus. Wir gehen einmal rein in hier vorne hin. Das Lagerhaus setzen wir gleich. Erstmal das Gebäude hier. Und zwar das hier, die Mühle. Die setzen wir hier vorne hin. Da sind die normalen Arbeitskräfte dort untergebracht. Rohholz muss geholt werden und daraus werden in der Sägemühle dann Bretter gemacht. Das platzieren wir nach Möglichkeit so, dass ganz, ganz viele von denen angeschlossen sind. Aber Achtung, da steht Fruchtbarkeit 100% gedeckelt. Mehr als 100% geht nicht. Das heißt, wenn wir das jetzt so versuchen zu platzieren, dass eine Möglichkeit alles abgedeckt ist, dann kann es sogar sein, dass man sich mit zwei Gebäuden gegenseitig ein paar Bäumchen wegnimmt. Also es reicht völlig aus, wenn der Wert auf 100% ist. Wenn wir hier oben hingehen zum Beispiel, so haben wir die 100%. Dann ist hier genug Luft nachher noch für ein zweites Gebäude. Und hier seht ihr das erste Mal einen Pfeil unten. Das ist der Eingang und Ausgang. Wir wollen da unten in die Versorgung haben zum Lagerhaus. Wenn wir einen Baum kaputt machen, leuchtet es rot auf. Das sollten wir nicht machen. Drehen wir mal so in die Mitte hin. So können wir, glaube ich, bequem anfangen hier. Da starten wir. Jetzt ziehen wir die Straße lang. Und es braucht einen Straßenanschluss. Ziehen den mal hier vorne hin. Und da ist es. Jetzt wird erstmal Holz produziert. Arbeiter arbeiten dort auch. Ihr seht hier, wie die Produktion läuft in Sekunden. Fruchtbarkeit ist top. Ist nicht verbunden mit einem Warenhaus. Das müssen wir gleich bauen, sonst läuft hier gar nichts. Sonst läuft die Produktion leer. Das ist, was hier produziert wird. Holz aus Bäumen. Bäume sind da. Arbeitskräfte gleich 15 sind ebenfalls da und hier können wir nachher ein neues Spielfeature, wenn wir die haben, Items einsetzen. Die kann man bekommen, vor allem, also Hauptquelle ist, man kauft die, man kann die eintauschen, einkaufen, es kommt ja ein Zug vorbei. Und diese Items kann man platzieren in Gebäuden, zu denen die passen und die boosten diese Gebäude noch. Das heißt, wenn wir gut wirtschaften und es uns das leisten können, können wir die Items kaufen, die in Gebäuden platzieren und den Gebäuden einen Boost geben. Empfiehlt sich natürlich nicht bei allen Gebäuden zu machen, sondern bei denen, auf die es wirklich ankommt hier. Und das da unten ist noch der Unterhalt, die ganze Zeit das Geld. Im Augenblick haben wir eine positive Bilanz. Was wir brauchen, ist jetzt noch das Warenhaus und wir brauchen natürlich hier die Mühle. Die Rohstoffe werden auch direkt in die Fertiggebäude reingebracht. Das heißt, wir bauen erstmal hier die Mühle hier in die Nähe hin. Dann können die schon mal versorgt werden mit den Gebäuden hier. Die drehe ich mal eins nach oben hin. So, die können wir, glaube ich, daneben setzen, weil das ist, glaube ich, kein Gebäude, das man kaputt machen kann. Einmal hier. Dann ziehe ich hier oben eine Straße lang. Weil wir werden mit Sicherheit demnächst hier oben nochmal Holz fällen. Und jetzt brauchen wir halt das Lagerhaus für die allgemeine Versorgung. Hier ist es. Und platzieren es etwas mittiger hin. Und nach Möglichkeit so, also wir können nicht beliebig viele Gebäude mit dem Lager verbinden, aber wenn hier oben nochmal ein Holzfäller hinkommt, so einer hier oben für alles, damit kann man schon mal anfangen. Und den könnten wir sogar hier in die Mitte setzen. Dann haben wir hier kurze Wege, platzieren den hier vorne, drehen mit Tab die Straßen nach oben hin. Hier können wir es machen. Ja, das ist eigentlich okay. Einmal hier, ach, können wir den sogar hier oben noch reinquetschen oder gehen dabei unter Umständen noch, gehen dabei Bäume kaputt? Guck mal. Wird den hier hinquetschen? Ich glaube nicht, ne? Es geht kein Baum kaputt? Ja, perfekt. Optimale Platznutzung, da kommt das Lagerhaus hin. So muss es sein. Habe ich mich verguckt? Nein, immer noch 100% Fruchtbarkeit. Alles richtig gemacht, zauberhaft. Sehr schön. So, was machen wir als nächstes? Ja, wir brauchen, damit wir den nächsten Meilenstein haben und weiterbauen können, 5 Arbeiter. Einen haben wir im Augenblick. Nee, wir brauchen 5 Bedürfnisse der Arbeiter, müssen befriedigt sein. Eines haben wir nur, den Marktplatz, und wir müssen auf 200 Arbeiter kommen. Das braucht viel Holz. Wir können jetzt natürlich warten und einfach sagen, das reicht uns völlig aus, aber ich denke mal, wir legen mal einen Zahn zu. Auch wenn wir einen Minusunterhalt haben und setzen hier oben, ich will ja noch mehr Holz sammeln. Nochmal ein Holzgebäude.
noch als zweites hier oben dazu hin und wir gucken, ob oben seht ihr, das linke ist aus, ist rot, das heißt, das wird schon versorgt. Und so haben wir, glaube ich, alles gut gemacht, ne? 100%. Perfekt, so machen wir das. Achtung, es gibt gelegentlich so zufällige kleine Hilfen. Schaut mal, hier ist was reingekommen. Da klicke ich mal drauf. Bekommen wir kleine Warenpakete hin und wieder geschenkt. Wenn wir aufmerksam sind und darauf achten, dann kloppen, dann müssen wir nur einmal draufklicken, dann bekommen wir Starthilfen. Das sieht im Augenblick wie ein bombastisches Geschenk aus. Man muss aber auch im Eifer des Gefechtes erstmal auch sich wirklich auch drauf einlassen, die suchen und dann auch finden. Einmal hier hin. Wunderbar. Und dann bauen wir noch ein zweites hier hin. Es gibt einen Statistikbildschirm. Achtet mal hier. Hier unten rechts. Ein Klick hier drauf in den Administrationsbildschirm. Hier können wir zu jeder einzelnen Ware in Echtzeit sehen, wie die Balance ist, ob wir zu viel, zu wenig produzieren. Überschüsse können wir nachher verkaufen an den Zug, der vorbeifährt. Das kann sich durchaus lohnen. Und hier sehen wir, wie viel wir brauchen, wie viel wir produzieren und dass wir eine positive Bilanz haben. Ja. Ja. Und das ist insgesamt über Zeit, kann man sich das auch noch anschauen. Hier vorne und da können wir nachher noch in den Item-Reiter wechseln und gucken, welche Items wir gekauft haben und ob wir die in Gebäuden platziert haben. Also das ist gut, wir haben jetzt ein leichtes Plus, das ist soweit okay. Und wir könnten uns sogar fragen, ob wir noch einen dritten Bretter, so ein drittes Bretterteil noch hinbekommen. Denn ein Lagerhaus verbraucht wie viel? Ah, wir haben nicht genug Arbeiter, ne? Ja, minus 16 Arbeiter. Wir bauen erstmal ein paar weitere Gebäude oben hin. Setzen hier noch ein paar dazwischen hin. Wie gut, dass wir so viel Holz mittlerweile haben. Die müssen in Reichweite sein zum Marktplatz, damit das Bedürfnis nach Marktplatz gedeckt ist. Und das sieht man auch ganz simpel. Wenn das Gebäude platziert, leuchten alle Gebäude, die das Haus benötigen könnten, blau auf. Wenn man zu weit woanders hinbauen will, dann leuchtet nichts aus und so kann man immer überprüfen, ob man richtig gebaut hat. Hier setzen wir eins hin, da kommt noch eins hin. Da vorne können wir noch welche daneben platzieren. So, jetzt haben wir wieder ein leichtes Plus. Arbeitskraft ist bei plus 3 hier vorne. So, läuft. Und nächste Schritte. Ein bisschen warten, dass Holz reinkommt. Spielgeschwindigkeit, man kann pausieren hier unten. Man kann auch im Pausenmodus Befehle setzen, aber ich glaube, das brauchen wir nicht unbedingt. Spielgeschwindigkeit kann man auch auf doppelt so schnell gehen, das geht auch. Jetzt warten wir ab, bis wir genug Holz hier oben haben. Wir wollten noch schauen, ob wir vielleicht mit den Arbeitern, die wir haben, noch mehr hier produzieren wollen. Ich glaube, wir können noch so ein Sägewerk anschließen, oder? Bei einem Überschuss hier. Plus 4 mehr, als wir brauchen. Ich glaube, das geht. Ich baue mal noch eine Sägemühle hier hin. Von Arbeitskräften her sollte das reichen. Setzen die direkt hier neben das Lagerhaus hin. Einmal nach oben gedreht, bitte. Da ist es. Hat Geld gekostet. Kostet auch einen laufenden Unterhalt. Jetzt warten wir, bis die Ressource ankommt. Stecken im Statistikbildschirm. Ja, glatt aufgegangen. Das ist effektive Wirtschaft. Jetzt wissen wir auch schon, wie es funktioniert. Zwei von den Holzfällerbetrieben für 3 Sägemühlen, bitte hier. Ja, die Blaupausen babbeln vor sich hin, das stimmt. So, und nächster Schritt, Holz läuft. Wir schauen uns mal eines unserer Gebäude an. Was gibt es sonst noch an Bedürfnissen? Die Damen und Herren brauchen einen Service-Shop. Das heißt, die Roboter, die dort leben, unsere Steampunk-Bevölkerung, die braucht gelegentlich jemand, einen Arzt, einen Onkeldoktor, ein Medizinwesen quasi. Ne? Das ist dringend nötig hier noch. Dann geben wir mehr Geld und die geben mehr Arbeitskräfte. Oh, wir haben schon wieder minus 2. Bevor ich irgendwas mache, baue ich noch ein minus 2 eine Arbeitskraft. Lieber noch eines von diesen Gebäuden hier hin. Hier vorne kommt noch eins hin. Da kommt eins hin. Da wollen wir die Straße auch noch schon mal ein Stück rüberziehen. Hier geht es ebenfalls hoch. Sehr schön. Wir brauchen garantiert so viel Arbeitskraft. Ich setze gleich noch ein paar mehr Gebäude hier hin. Hier können wir noch eins hin platzieren. Das sollte alles hier klappen. Ziehen wir auch hier eine Straße lang. Nachher brauchen wir noch weitere Dienstleistungsgebäude. Die werden wir dann in der Mitte platzieren. Kennt ihr von vielen anderen City-Bildern auch. Es gibt auch Deko-Sachen, die wir jetzt schon platzieren können. Riesen-Deko-Möglichkeiten, aber das machen wir viel, viel später hier. Welcher Taste man die Gebäude dreht? Mit der Tab-Taste, mit der Tabulatur-Taste hier. So, das läuft. Immer mehr Leute leben hier. Das Plus steigt und steigt. Wir brauchen allerdings, jetzt leben so viele Menschen hier,
dass sogar noch ein weiteres Bedürfnis freigeschaltet worden ist. Marktplatz ist da, Kaktuswasser brauchen die Damen und Herren, um sich zu säubern, und sie brauchen den Service-Shop. Mit dem fangen wir mal an. Der ist hier vorne. Alles, was neu hinzukommt, ist mit grünem Ausrufezeichen gekennzeichnet. Ein Klick hier drauf und das ist ein Dienstleistungsgebäude und ihr seht sofort an der blauen Farbe, wie weit der Radius ist, wie weit es reicht. Und wenn man oben auf die Bildecke achtet, dann seht ihr, hier sind wir schon so Ende Gelände fast schon. Das heißt, wir setzen den relativ zentral, sagen wir mal, hier vorne hin, in die Mitte. Hier vorne hin. Da kommt er hin. Hat geklappt. Wunderbar. Eine unserer Ressourcen hat eine negative Bilanz, wird uns immer gewarnt. Ja, Kaktuswasser. Wir haben noch kein Kaktuswasser. Die Leute hätten gerne welches und bekommen keins. Service Shop läuft, alles tadellos. Arbeitskräfte bei 108, dickes Plus an Geld. Arbeitskräfte auch gut, alles zauberhaft. Das Gebäude versorgt alle. Jetzt schauen wir, was sie als nächstes brauchen. Das ist dieses Wasser, das ist hier vorne. Und jetzt bauen wir eine Kaktusfarm. Wir könnten alles hier vorne zupflastern damit. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Das eine Lagerhaus hier oben für alles. Aber wir können es mal ausprobieren. Denn hier in Nähe der Dienstleistungsgebäuden auch quasi Gewerbegebiete hinzubauen, da haben wir nachher nur Probleme mit den Radien der Dienstleistungsgebäuden. Wir lagern das mal ein bisschen aus. Wir bauen das hier oben hin und platzieren hier vorne bitte noch eine Farm hin. Die können wir auch drehen und die bekommen gleich kleine süße Felder. Achtung, das da darf hier oben nicht kaputt gehen. Das wollen wir nicht überbauen. Einmal hier hin. Oh, es kann sein, dass das Lagerhaus gar nicht so weit reicht hier, das wir hier gebaut haben. Wir ziehen erstmal die Straße rüber und testen das. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier noch so ein Gebäude hinplatziert bekommen. Eine Kaktusfarm. Ja, reicht. Bis zum Lagerhaus funktioniert. Einmal hingedreht, da ist die Kaktusfarm. Ach so, und jetzt müssen wir daran angrenzend gleich die Felder bauen. Und dann muss ein Feld jeweils neben dem anderen und eins muss Verbindung haben zum Gebäude selber. Das heißt, wir müssen Felder platzieren. Hier leuchtet es auf. Es sind drei Stück. Hier vorne klicken wir drauf. Da klicken wir drauf. Und ja, hier haben wir Verbindung. Perfekt. Eins bitte. Verbraucht jeweils Bretter. Jetzt gehen wir hier in die Ecke rein. Füllen die Lücke. Ihr kennt das von Anno 1800. Verzeiht bitte. Sehr schön, Kaktuswasser läuft. Haben wir genug Kaktuswasser? Ja, nein. Es reicht. Knapp. Es reicht ganz knapp. Sind schon mal einen Schritt weiter hier gekommen. So, nächster Schritt. Was brauchen unsere Leute als nächstes hier noch? Wir überprüfen das in einem unserer Wohngebäude und sie brauchen Kaktuswasser, kommt über Zeit. Das muss hier noch verteilt werden. Im Prinzip ist es ja genug. Kaktuswasser sollte eigentlich ausreichen. Wir brauchen schon ein paar Leute mehr. Meilenstein erreicht. Ja, hier seht ihr den roten Balken beim Kaktuswasser. Da wird voll neue Bedürfnisse werden freigeschaltet. Jetzt brauchen unsere Damen und Herren Roboter noch Kohle, Holzkohle. Und sie brauchen die Train Station. Jetzt kommen wir zurück zum Kern des Spielers. Hier vorne. Die müssen wir reparieren. Wenn wir die repariert haben, kommen wir, dann fahren alle paar Minuten dampfbetriebene Lokomotiven hier rein. Bringen uns Güter, die wir brauchen. Wir können Tauschgeschäfte machen, können eigene Überschüsse dort verkaufen. Und das ist zugleich auch ein Bedürfnis unserer Bevölkerung. Wir fangen aber erstmal mit der anderen Sache an, mit der Holzkohle hier vorne. Das neue Bedürfnis ist hier vorne freigeschaltet. Wir brauchen erneut Holz. Und jetzt wird's knapp. Denn das Holz, das wir gerade haben, das reicht mit Ach und Krache aus für die beiden Holzmühlen. Okay, wir haben ein Limit. Mehr als 50 Bretter können wir nicht aufnehmen. Aber wir könnten die Bretter nehmen, um die Bretter dann später zu verkaufen. Oder wir arbeiten mit Trick 17 und sagen, hey, wenn es eine Art von Gebäuden gibt, die nur wenig auf der Karte gebaut werden können, dann doch hier vorne die Waldgebäude. Oder gibt, und dann könnten wir denen ein Item geben. Oder wir bauen hier oben noch, hier dran, das können wir auch. Hier kann man noch mehr Wald nutzen, aber ich will euch gerne mal die Item-Funktionalität zeigen. Wir gehen in ein Item-Tool, in den Shop rein. Hier können wir Items überall platzieren. Wir schauen mal, ob wir hier vorne ein Item unterbringen können. Und es gibt einen Shop, den gibt es, glaube ich, hier vorne bei den Items. Es sind noch keine verfügbar. Ja, die werden uns noch angeboten nachher. Da müssen wir einen Moment abwarten. Okay, die kommen nachher. Die kommen, glaube ich, durch den Zug. Ich glaube, die sind im Bahnhofsmenü drin. Oder wir klicken den Zug mal an, ob die jetzt schon zur Verfügung stehen. Wir müssen erstmal reparieren.
Sollen wir die... Ach, wir reparieren den einfach jetzt schon mal. Einmal reparieren, bitte. Einen entscheidenden Schritt weiter. We'll be able to ferry in supplies much easier. Wunderbar. Zentrale läuft. What's that? Well, looky here. Someone was hiding back there in the shadows. Oh my, no. Not hiding. Sleeping. The train is running. Hello? Hello, ein Händler kommt vorbei. It's just an old rusty bot. I can have my enforcer throw him out. Warum müssen Politikerinnen und Politiker immer so unsympathisch sein, zumindest hier in dieser Welt? Yep. Achtung, die Wache stellt sich Ma'am, auf. That ain't no way to treat a stranger. We're happy to meet you. Willkommen, Fremder. Gerne, dass du hier bist. I don't want to be a stranger. I am the traitor. This is what I do. I think I can conduct all your trade. The train listens to me. Ah, der Zug hörte ihm zu. Er ist der zentrale Händler, über den alle Geschäfte ablaufen. That sounds mighty helpful, partner. Welcome aboard. Willkommen. I will join. The rumbling of the ground scares me. Why can't I remember? So, und jetzt seht ihr hier oben, schaut mal, ein neues Feature her. Ihr seht hier oben, wie der Zug sich hier oben verändert und wie eine Prozentanzeige sich langsam und bedächtig füllt. Und wenn man hier drauf klickt, sehen wir zwei Dinge. Also erstmal kommt Tutorial-Erklärung. Wir können bis zu fünf, im Augenblick bis zu fünf Handelsrouten einstellen. Das sind Tauschgeschäfte. Man kann auch Gold eintauschen, kann Ware gegen Ware kaufen oder tauschen, wie man möchte. Dann haben wir hier unten werden wir die Handelsgeschäfte gleich definieren. Und wir können bisweilen Items kaufen. Was wir dafür brauchen, ist sehr viel Geld. Und wir brauchen hier Rubine. Und Rubine haben wir im Augenblick wenige. Die können wir aber später, wenn die untere Ebene dazukommt, die sind ja miteinander verschränkt, unten vielleicht finden, unterirdisch und dann hier benutzen für diverse Tauschgeschäfte. Und das hier ist natürlich sehr interessant hier. Production Speed. Das heißt, die Produktionssteigerung plus 50% in unserem Holzgebäude zum Beispiel kostet 15.000. Wir haben nur 18.700. Wir spielen auf hohem Schwierigkeitsgrad, lasse ich doch erstmal bleiben. Hier vorne konnten wir Geld ausgeben, damit die Warenhäuser besser laufen und andere Sachen können wir auch noch machen. Also das mache ich doch nicht. Auf dem Schwierigkeitsgrad, auf dem wir arbeiten, will ich ja nichts für ausgeben. Stattdessen will ich doch erstmal den weiteren Wald noch nutzen. Und wenn man hier oben draufklickt, auf das kann man auch sehen, wann der Zug kommt. Hier kann man Handelsgeschäfte einstellen. Holz ist bis 50, kann man sammeln. Das heißt, irgendwann ist es vorbei. Deshalb tauschen wir Holz mal ein gegen... Das ist das Tutorial. Gerne gegen Geld. Das wäre das Simpelste. Wir tauschen einmal hier die Bretter ein. Direkt gegen Geld. Kurs ist 1 zu 300. Jetzt können wir einstellen, wie viele wir bei jedem Tick, wenn einer vorbeikommt, verkaufen. Wir verkaufen mal 20. Na, sagen, das soll dann immer passieren, wenn ein Zug vorbeikommt. Dann bekommen wir mal 6.000 obendrauf. Zug ist auch gleich da. Das sollte uns helfen. In der Zwischenzeit können wir schon mal ein bisschen weiter bauen. Arbeitskraft. Ich baue noch mal ein paar Gebäude mehr. Dann können wir die überschüssigen Bretter schon mal schnell verbrauchen hier. Die brauchen wir ja auf jeden Fall. Hier noch ein paar. Eine Straße rüber, bitte. Hier vorne auch hin. Zug kommt gleich angefahren. Gleich seht ihr ihn auch im Bild. Ich glaube, wir können sogar noch mehr als 50 verkaufen. Noch deutlich mehr. Verkaufen wir bei jedem Tick, sagen wir mal 30 hier. Ja. So, jetzt müssen wir noch weitere Bedürfnisse befriedigen. Wir brauchen noch mehr Holzkohle. Wir haben gesehen, das Erzeugen von normalem Holz reicht knapp aus. Wir können auch Gebäude pausieren, glaube ich, wenn man draufklickt. Weiß ich gerade nicht. Wir erschließen auch hier vorne noch das Holz. Hier vorne gehen wir hin. Ziehen eine Straße bis dorthin, machen die Verlängerung von hier unten lang, bitte. Hier geht's rüber. Da können wir gleich Holz machen. Wir setzen auch hier einen weiteren Forester hin. Arbeitskräfte genug ist bei 111. Wir schauen, ob wir sogar zwei Gebäude... Kommt der Zug?
Kommt der Zug vorbei? Ich glaube, der Zug fährt ein, oder? In wenigen Augenblicken. Komm, Fam, ich will euch erstmal den Zug zeigen. Wir gehen mal auf doppelte Spielgeschwindigkeit. Ihr sollt einmal den Zug einfahren sehen, bitte. Gleich kommt er vorbei. Wenige Augenblicke noch. Chu-chu, bitte. Und? Und? Gleich kommt die Einfahrt. Ich weiß nicht, kommt er von dort hinten? Oder kommt er von da hinten? Da kommt er. Da kommt der Zug. Einfahrt. Der zentrale Transport kommt hier an. Und da können wir jetzt unsere Handelsgeschäfte treiben. Bahnhofsuhr zeigt auf Punkt 12, 18 Uhr, irgendwas. Einmal eingefahren, unser erstes Handelsgeschäft wird abgewickelt und erstmals geht Geld bei uns aufs Konto drauf und wir haben nur noch 20 Bretter. So, und jetzt machen wir das. Also Bretter könnten schon mal zu Beginn ein kleines Exportgeschäft sein. Jetzt gehen wir hier unten hin und wir wollten noch mehr Holz sorgen. Einmal hier vorne hin, bitte. Die könnten wir versorgen mit 100%. Also zweimal 100% bekommen wir nicht hin, ne? Das wäre 100% so. Das wären schon 100%, hätten wir etwas gespart. Das wären auch 100%. Super. Einmal hier bitte. Das ist der Eingang. Und dann bitte noch einmal. Ja, es geht. Wir kriegen genau zwei untergebracht hier. Oder kriegen wir sogar drei? Nee, zwei. Einmal hier vorne bitte. Straßenverbindung. Hier vorne auch. Lagerhaus dazwischen. Da kommt das Lagerhaus hin. Kriegen wir es hier in die Ecke gequetscht. Ja, bekommen wir hin. Straßenanschluss linke Seite. Und so wird nichts kaputt gemacht. Sollte funktionieren. Einmal Straße hier rauf. Hier entlang. Könnte sogar noch Platz schaffen nachher für ein weiteres Gebäude. Ja, ne? Geht nichts kaputt. Einmal hier hin. Einmal hier hin. Verbindung ist da. Jetzt haben wir mehr Holz. Jetzt fangen wir mit der Holzkohle an. Hier vorne drauf, bitte. Und da ist die Holzkohle. Wir nutzen das Lagerhaus hier oben mit. Wir können das ja auch direkt daneben hinsetzen. Einmal hier hin. Straßenverbindung dazwischen. Hier vorne bitte. Klasse. Jetzt schauen wir, ob wir schon genug Holzkohle produzieren oder ob es noch mehr sein muss. Holzkohle bei plus 0,1. Das heißt, wenn wir mehr Bürger haben, brauchen wir auch noch mehr Holzkohle. Dafür haben wir riesige Überschüsse hiervon. Dann lass uns viele Holzkohle herstellen, dann haben wir noch was, das wir verkaufen können, wieder zukommt. Wir bauen noch so ein Teil hier hin. Arbeitskräfte reicht ja im Augenblick aus. Das können wir uns leisten. Jetzt noch ein Teil daneben hin. Vorne in die Ecke. Passt prima, ne? Eine Straße dahin ziehen. Und wir können sogar sinnlos ein bisschen Geld ausgeben für die erste Deko, denn hier ist ja echt eine Lücke. Wir setzen da etwas Deko hin. Neuer Meilenstein freigeschaltet und... Eine zweite Bevölkerungsgruppe freigeschalten, die Ingenieure. There are still many unknowns to overcome before we can reach the old technology below. You mean there's stuff you don't know? Well, that's a surprise. Charming. It's unlikely that you may have any other questions that I do not possess the answer to.
Well, if that's the case, Smarty Pants, I've been hearing this weird song since we came here. Almost like a sad song. Do you know what that could be? It confirms my suspicions. You can hear it. So you hear it too? No, I do not hear it. But I can sense it. What is it then? The city that used to exist here was entirely dependent on the technology that powered it. This technology all responded to the same control signal. The old signal. That is what you're hearing. So, Meilenstein erreicht. Jetzt kommt die zweite Bevölkerungsgruppe, aber wir machen es noch zu Ende. Ich will einmal Deko bauen. Könnt ihr zum Beispiel ein paar hübsche Kakteen hinsetzen, einen Blumenkaktus zum Beispiel. Kostet kein Geld, einfach hier platzieren. Sieht hübsch aus und wir haben die Lücke kreativ genutzt. So, und wir haben immer noch nur zur Erinnerung die eine Hälfte vom Spiel gesehen. Die andere Spielwelt ist komplett unterirdisch. Und es gibt noch zwei weitere Bevölkerungsgruppen, die wir jetzt noch erleben werden gleich. Wie viel es insgesamt gibt, habe ich noch gar nicht rausbekommen. Und gleich kommt der Zug wieder an. Jetzt haben wir wahrscheinlich einen Überschuss an Holzkohle. Plus 2,1, das ist nicht allzu viel. Wie viel Arbeitskräfte brauchen wir? Wir müssen ein paar Leute gleich umwandeln in Ingenieure. Wir haben 85 plus, einiges an Geld plus. Wir könnten Holzkohle verkaufen. Haben wir noch genug Holz, um vielleicht nochmal für Holzkohle zu sorgen? Ich glaube nicht, oder? Holzüberschuss 4,0. Ich glaube, wir können noch einmal Holzkohle produzieren. Das bedeutet, dass wir hier noch einmal einen reinstellen können. Holzkohle verkaufen. Gegen Geld bitte und nicht gegen Bretter. Aber im Augenblick kann man nicht viel, weil gerade wird etwas produziert und die müssen in den Häusern gelagert werden. Wir könnten sagen, 10 verkaufen wir jedes Mal. Damit fangen wir mal an. Gehen hier wieder raus. Sorgen für ein noch einmal Holzkohle hier oben bitte. Einmal hier vorne platziert. Passt das hier auch noch hin? Ja, wunderbar. Kriegen wir noch eins hier hin. Hat das Verbindung mit dem Lagerhaus? Ist da. Ich hoffe, das Lagerhaus wird nicht überfüllt dadurch. Gehen wir hier hin, können wir die Straße im Rücken durchziehen. So, das haben wir jetzt gemacht. Holzkohle wird gesammelt. Zug kommt an. Wie sieht es mit dem Plus aus? Ja, gerade konnte nicht alle Holzkohle verkauft werden, die wir versprochen hatten. Wir haben einen ordentlichen Überschuss. Das sieht gut aus. Das heißt, wir können fürs nächste Mal hier durchaus auch sagen, dass wir dann gleich 20 verkaufen wollen. Die Bretter sind auf 20 runter, Geld kommt neu dazu, alles prima. So, nächster Schritt. Wir schauen uns die neue Bevölkerungsgruppe an. Mit ihr haben wir ja komplett versorgt. Wir überprüfen das nochmal kurz in einem der Häuser. Alle Waren sind da, Bedürfnisbefriedigung da, Geld ist da, Arbeitskraft beim Maximum. Perfekt. Drei unserer Arbeiter upgraden zu Ingenieuren bitte. Die brauchen nachher bessere Dienstleistungen und andere Gebäude. Das heißt, wir sollten die vielleicht in der Stadtmitte die Gebäude upgraden, denn da ist Platz für weitere Dienstleistungsgebäude. Vielleicht direkt hier neben Markt und Co. Wir wollen mal das Gebäude hier aufleveln. Einmal Level Up bitte. Zum Ingenieur. Dafür müssen wir nur eines der anderen Gebäude nehmen, einmal draufklicken und es kommt ein Level Up. 300 Gold, 3 Tools, 3 Werkzeuge. Wir haben nur 25 oben zur Verfügung. Müssen wir gleich auch herstellen oder eintauschen. Meilenstein erreicht. Erstes Ingenieurshaus ist da. Zweites Ingenieurshaus hier. Ach komm, wir müssen uns das einmal kurz aus der Nähe anschauen. Wie die aussehen im Spiel. So sehen die aus hier. Und was mir an der Grafik auch ganz gut gefällt, die ist knuffig und die ist durchaus detailverliebt, aber trotzdem gut lesbar. Also man erkennt die Gebäude auch, muss nicht ewig suchen. Das finde ich sehr angenehm. Jetzt noch das dritte Gebäude. Das machen wir. Können wir das hier aufleveln? Jetzt haben wir hier rechts ein Ziel erreicht. Jetzt checken wir mal die Bedürfnisse. Jetzt haben wir 9 Arbeitskraft von denen. Und gleich noch die dritte Bevölkerungsgruppe, die kommt viel später. Wir klicken mal eines der Häuser hier an und schauen uns mal an, was die brauchen. Sie haben bereits die Holzkohle, sie haben die Train Station in der Nähe, also die Zugang zur Bahnhofstation. Marktplatz ist auch da, Moonshine. Sag mal, wollen sie Spirituosen hinter die blecherne Binde
Anscheinend ja. Das Spiel hat so einen Look, als ob auch Kinder das spielen dürften mit Erwachsenenbegleitung. Gibt es ja etwa Alkoholiker im Spiel, wer weiß. Es ist sicher alkoholfreier Moonshine-Whisky. Und ein Saloon, das wird immer krimineller her. Hoffentlich kommen da keine Pistoleros vorbei. Wir klicken einmal das hier an, errichten einmal den Saloon bitte. Setzen den auch als Dienstleistungsgebäude möglichst mittig. Achtet mal auf die Straßenverbindung. Wir haben auch hier den Fall nach oben, Straßen nach dorthin. Und platzieren das Gebäude. Hier können wir es hinsetzen. Einmal hier vorne hin bitte. Eine Straße dazwischen. Hier geht's vorne lang. Moonshine ist Apfelsaft. Mach mich mal fertig. Unser Moonshine ist Apfelsaft? Ja, dann ist alles gut. Unsere Roboter trinken Apfelsaft. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. So muss es sein. Und dann ist das Bedürfnis ist da. Saloon wurde gebaut. Den gucken wir uns auch mal kurz aus der Nähe an hier. So sieht er aus. Mit einem blechernen Aushängeschild hier oben. Happy Hour gerade. Nächstes Bedürfnis, das unsere Damen und Herren Roboter brauchen, ist der Whisky oder Moonshine. Dafür müssen wir jetzt sorgen. Gehen einmal rüber. Hierhin, da wird er produziert. Wir brauchen dafür Sand. Wir brauchen eine Kaktusfarm. Und wir brauchen Glas. Damit werden dann die Flaschen hergemacht und damit werden die befüllt mit Kaktuswasser. Wahrscheinlich mit vergorenem Kaktuswasser hier, ne? Das heißt, wir müssen erstmal Sand aus dem Boden holen. Das geht überall da, wo halt Sand ist. Und ihr seht Fruchtbarkeitslinsen. Das Gelände ist eingefärbt. Nimmt jetzt Äpfel Platz weg. Können wir hier oben in die Ecke setzen. So ein paar Überschneidungen sind egal. Nur wenn man es ganz dicht an andere Gebäude ranbaut, dann geht das runter. Also es muss nicht das gesamte Gebiet runter drumherum unbebaut sein. Aber wenn doch zu viel ist, dann hat man ein Problem. Aber sowas geht zum Beispiel hier. Sowas kann man machen. Ich überlege mir mal, ob wir die Lücken hier hinten füllen könnten. Geht schlecht. Wir gehen einmal hier hin. Müsst auch noch an die Straße denken. Ich ziehe einmal eine Straße hier hoch. Schauen wir mal, ob das klappt. 100%. Straßenverbindung ist hier. 95%, so 100. Einmal hier hin, bitte. Dann kann ich euch gleich einmal das Tool zeigen, mit dem man was wegmacht. Das ist hier. Ich mache alles kaputt und entferne das Tool. Einmal rüberziehen und wieder weg. Eine Straße bitte nochmal neu ziehen. Jetzt haben wir den Anschluss. Weil ich nicht genau weiß, ob die ganze Seite, ob das genau hier sein muss oder ob das auch vorher gereicht hat. Hier wird Sand produziert. Sand wird hier vorne hingebracht. Das wird aber demnächst überlaufen sein, das Lagerhaus. Das geht nur begrenzt. Hier gibt es schon einen. Ja, das wird irgendwann ein Problem geben. Wir können auch schon mal noch eins daneben setzen. Jetzt noch ein weiteres Lagerhaus hier hin. Direkt daneben, gerne. Dann geht aber die Fruchtbarkeit runter. Oben seht ihr es. Hier können wir eins hinsetzen. 98%. So sind es 99, so sind es 100. Ein Lagerhaus hier vorne. Dann brauchen wir als nächstes Glasherstellung aus dem Sand. Wir setzen eine dicke Glasfabrik hier hinten hin. Achtung, wir wollen ja nicht das hier vorne kaputt machen. Aber das sollte möglich sein. Einmal hier hin. Ach, das ist Quatsch, weil da können wir sowieso nicht mehrere Gebäude. Da würde ich eher eine Kaktusfarm gleich hinsetzen. Wie viel Kaktuswasser haben wir denn im Überschuss? Das geht so, nicht allzu viel. Wir nehmen eine Kaktusfarm. Da können wir hier hinten die Felder reinbauen. Das sollte eigentlich klappen, ne? Ja. Wie viele Geländekästchen haben die? 3x3. Das sollten wir hinbekommen. Wir setzen eine Kaktusfarm hier hin. Ziehen hier die Straße runter. Hier geht's runter.
heißt die. Bauen jetzt die drei Felder und ich brauche die daneben. Einmal hier linken hin, einmal hier hinten hin. Zwei. Ohne dass irgendwas kaputt geht, passt perfekt. Wunderbar. Sehr schön. Kaktusfarm läuft auch. Letzter Schritt, den wir hier brauchen, war... Wir brauchen den Herstellungsbetrieb selber noch. Glas hatten wir hier vorne schon hingesetzt. Jetzt nehmen wir eins hier in Lagerhausnähe hin. Passt es hier oben noch hin? Nee, dann geht unten die Fruchtbarkeit auf 97%. Das ist mir... Da bin ich zu geizig für. Aber hier können wir es hinsetzen. Einmal hier hin, bitte. So, jetzt wird das gute Zeug hier produziert. Glas? War das nicht Glas? Glas habe ich auch nicht. Wir haben Glas noch nicht gemacht. Danke für den Hinweis. Ich muss so ein Gebäude hier noch platzieren. Dann setzen wir das hier daneben hin. Einmal hier hin, bitte. Wunderbar. Jetzt haben wir zu wenig Ingenieursarbeitskräfte. Das heißt, die Waren, die Ingenieure brauchen, da müssen die auch selber in den entsprechenden Betrieben arbeiten. Wir sind bei minus 17, müssen also ein paar weitere Gebäude erstmal upgraden. Wir gehen hier runter, gehen wieder in bitte upgraden rein und holen uns ein paar weitere Gebäude dazu. Die sind alle, glaube ich, hier in Reichweite von dem hier. Ich kann es euch nochmal zeigen. In den Saloon müssen die rein. Aber hier unten drauf. Jetzt fehlt uns allerdings oben die andere Arbeitskraft, weil wir zu viele Gebäude abgegradet haben. Da brauchen wir also auch noch ein paar weitere neue Gebäude. Jetzt haben wir zu wenig Bretter. Toll. Vielen Dank. 10 Arbeitskräfte fehlen. Ingenieure genug, das einfache Fußvolk fehlt. Ja. Wie viel haben wir im Augenblick an Überschuss an Holzkohle eigentlich? 19. Und wir wollten 20 immer verkaufen. Das könnte in etwa hinkommen. Kaktuswasser, Bretter. Ich glaube, die Bretter lassen wir mal weg hier. Oder wir verkaufen mal nur 10 hier. Ach, das geht in so irrem Tempo wieder hoch. 20 reicht ja. Jetzt können wir auch weitere Gebäude bauen. Hier unten hin, bitte. Einmal. Die sollten... Ja, die einfachen Arbeiter brauchen keine Verbindung zum Saloon. Aber Verbindung zum Marktplatz. Und zur Train Station. Hier vorne auch noch. Ich glaube, ein Gebäude hier würde noch reichen, ne? Versorgung hier oben, reicht das? Ja, reicht knapp aus. Da kommt noch eins hin. 12 Arbeitskraft, hier Überschuss, 13 hier vorne. Das letzte Lagerhaus hätte keinen Straßenanschluss, heißt es im Chat. Das hier? Doch. Das hat Straßenanschluss. Ich weiß gerade nicht, worauf sich das bezieht. Also, jetzt haben wir von beidem genug. Alles passt. Bretter wieder auf Vorrat. Geld ist auch okay. Kann man mitarbeiten. Rechts wird immer angezeigt, wann der nächste zukommt. Wir sind oberhalb, auf der oberen Ebene, nicht auf der unterirdischen. Schauen uns die Häuser mal an hier. Und stellen fest, alle Bedürfnisse sind erfüllt. Bei den einfachen Leuten und bei den etwas besser gestellten. Wir gucken in die Statistik. Hier vorne auch alles im Plus. Geld im Plus, es wird höchste Zeit, einen Schritt weiter voranzukommen im Spiel und das Minengebäude zu reparieren und den zweiten Teil des Spiels anzuschließen. Nämlich in den Dungeon-Teil runter einzusteigen. Das ist das Gebäude hier vorne, das müssen wir reparieren. Kostet uns 1200 Flocken und 8000 Bretter. Es ist kaputt, wir müssen es reparieren, ich repariere es gerne. Und wir müssen es nachher noch mit der Train Station, also mit der Zugstation, mit einer Straße noch verbinden. Einmal reparieren bitte. Das reicht aber nicht aus, Straßenverbindung muss auch noch da sein. Wo
ist denn hier der Eingang? Achso, ja. Oh, da können wir das einsammeln. 8 Bretter. Hat das hier einen Eingang? Ist es verbunden? Ist verbunden. Yes, alles gut. Jetzt können wir es auch erst reparieren. Und wir können die Mine betreten. Und der Wechsel von der Ober- in die Unterwelt läuft ganz simpel. Nämlich einfach durch die Tasten 1 und 2. Achtung bitte, Grubenlampen jetzt entzünden, wenn ich bitten dürfte. Ja, bitte jeder mit einer Kerze, einer Fackel oder einer Grubenlampe sich ausrüsten. Es geht einmal hinab in die Unterwelt. Seid ihr bereit? Einmal runter bitte. Ja, einmal Abstieg. 3, 2, 1, es wird eine Düsterheit. Da sind wir. Alright, we made it. We ought to set up some quarters for our miners and get started on digging. I feel the place shaking though. Best we dig slowly. Lass uns langsam graben, bitte. Indeed. The planet is becoming more unstable by the moment. Proceed with caution. Vorsicht sein. Find this tech we're after. You reckon my daughter will be able to fix it? Control of the old signal was passed on to descendants of those that lived here. And by chance, it was to be your daughter that was granted this most crucial gift. Never doubted she was special, that's for sure. We better go get whatever piece of the tech we can, then. It'll be out there in the dark somewhere. Ja, sind wir im Dunkeln angekommen und so sieht die Welt aus. Zu Beginn super simpel, wird aber im Laufe der Zeit deutlich komplizierter. Und es gibt halt auch Verbindung zwischen der Unter- und der Oberwelt. Wir können jederzeit wechseln, mit 1 wieder raus ans Tageslicht, mit 2 wieder herab in die Unterwelt. Jederzeit ist ein Wechsel möglich. Und die arbeiten parallel weiter. Also die arbeiten nicht nur dann, wenn man gerade da ist, die machen auch so weiter. Oh, schaut mal. Darauf klicke ich mal. Was gibt's hier vorne? Eine Kiste. Wir machen sie einmal auf und... Gold. Mama. Achtung, es gibt Probleme mit der Stabilität. Wir brauchen ein paar Stützen, die wir setzen müssen. Es muss nicht alles abgestützt werden, aber es gibt ein paar Punkte, da müssen wir aufpassen. Und hier vorne Infrastruktur. Da klicken wir drauf und setzen mal ein paar Stützpfeiler ein. Und da, wo es schraffiert ist, im Laufe der Zeit, je weiter wir den Fog of War lüften, desto mehr von diesen Plätzen werden aufgedeckt. Auf eines der Felder, wie sagt man das ja im letzten Jahr. Sehr schön. So, was wir dann als nächstes brauchen? Wir müssen Miners rekrutieren, also Grubenarbeiter rekrutieren. Und das machen wir darüber, dass wir hier drauf gehen. Wir bauen denen ein Quartier. Das läuft aber anders als unten. Das sind keine Gebäude, sondern das sind Höhlen, die wir hier markieren und die sich dann selber in den Stein reinhauen. Hier ist ja schon ein bisschen Platz. Bauen hier ein Miner Quarter. Das sind einzelne Plätze, die man hier setzt. Wenn man eine bestimmte Schwelle überreicht, dann zieht da jemand ein. Ja? Wir brauchen dafür Bretter, wir brauchen Geld, wir brauchen Gold Nuggets mit 20 starten wir. Das können wir hier so rüberziehen zum Beispiel. Jetzt haben wir den ersten Miner. Ich will gleich noch einen zweiten haben, bitte. Und wir können die Damen und Herren jetzt auch arbeiten lassen. Das ist der dicke Befehl, der Arbeiterbefehl. Und bestimmte Gebiete, die man hier machen kann, hier ging es rauf und runter. Also diese Klötze, die Steine, die hier sind, die haben eine ganz verschiedene Bedeutung. Es gibt Steine, da kommen wir erstmal nicht durch. Es gibt Steine, die können wir einfach nur weggraben, weil die sind uns halt im Weg. Und es gibt Steine, da sind besondere Schätze drin oder andere Möglichkeiten. Hier finden wir zum Beispiel Werkzeuge und hier finden wir Gold. Die laufen im bester Dungeon Keeper-Manier selber rum und sorgen dafür, dass alles so ein bisschen gestützt wird. Und wenn die was abreißen sollen, dann müssen wir es ihnen anzeigen. Hier können wir an noch mehr Werkzeuge rankommen. Die stellen wir später auch her, aber das ist eine gute, billige Quelle, um reinzukommen. Wir graben uns einmal in alle Lücken hier rein. Wir brauchen ja noch mehr Geld, noch mehr Gold. Hier oben gibt es was. Da können wir nicht. Das ist fester Stein. Das Dunkle, da kommen wir nicht durch. Hier können wir dagegen graben zum Beispiel. Je weiter wir graben, desto mehr decken wir auch auf. Und es kann auch sein, dass wir neue Höhlengebiete freischalten. Hier können wir weiterschalten. Hier können wir gut graben. Da gibt es eventuell eine Belohnung. Ich würde aber erst gerne hier noch ein weiteres Quartier hinsetzen, denn wir brauchen ja 3 von den Miners hier. Mal setzen hier. Hier wird gebuddelt. Was finden wir hier vorne? Einmal buddeln bitte.
Das ist etwas ganz Besonderes. Das ist etwas, das wir nicht einmalig nutzen werden, sondern über Zeit immer und immer wieder. Das ist eine Mine, die wir aufgedeckt haben. Und da können unsere Leute halt arbeiten. Dafür müssen wir denen allerdings Ausrüstung geben. Die brauchen Tools, also Werkzeuge, damit das Ganze funktioniert. Denn es ist schon mal markiert und die brauchen halt noch ein extra Viertel dafür. Aber erstmal brauchen wir drei weitere Miners hier noch. Wir machen ihnen noch ein bisschen mehr Platz hier. Noch ein weiteres Quartier. Hier vorne hin. Ja, und jetzt sind uns diverse Plätze markiert worden, die wir noch weitere Werkzeuge finden können. Hier zum Beispiel. Gold gibt es hier hinten. Hier kommen wir auch schon mal lang. Und allmählich wird der Dungeon größer und größer. Und ihr seht hier, dass es auch Geheimnisse nachher noch aufzudecken gibt. Schmutziges Wasser, da können wir dann noch versuchen hinzukommen. Hier vorne sind viele Sachen, die wir noch entdecken können. So, wir brauchen auf jeden Fall Prospektoren, damit wir weiterkommen. Also eine weitere Bevölkerungsschicht. Wir gehen einmal zurück in die Oberwelt wieder. Hier vorne landen wir. Und das sind die hier oben. Die brauchen wir hier vorne. Wir brauchen erstmal 70 Ingenieure. Wenn wir die haben, wird uns die weitere Bevölkerungsgruppe freigeschaltet. Und dann kommen wir auch unterirdisch weiter. Wir müssen also noch mehr Gebäude upgraden hier. Gehe wieder drauf. Noch ein paar Upgrades bitte. Gerne in der Nähe des Salons, gleich wenn wir auch wieder zu wenig Arbeitskräfte haben. Müssen wir also noch ein paar von den einfachen Gebäuden dazusetzen. Holz ist da. Auf der Straße. Einmal hier rüber. Wir haben die Zugang zu allem. Auch zur Train Station? Ja, knapp, aber nicht mehr lange. Wir bauen schon sehr weit von der Train Station weg. Das gibt irgendwann ein Problem. Marktplatz geht bis hier. Hier können wir noch ein paar einfache Gebäude hinsetzen. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber wir... Ah, das klappt nicht. Okay. Kann man das auch umsetzen? Es gibt ein Umsetzungstool, das ist, oh Gott, hoffentlich finde ich das hier. Nein. Und irgendwie konnte man umsetzen. Ach, wie ging das nochmal? Man könnte die Gebäude hochheben und nehmen. Mit irgendetwas. Falls einer von euch Demospielern dabei ist, ich habe es schon mal gespielt, mir fällt es gerade nicht ein. Wo ist nochmal, wo man drauf klickt, dass man was schieben, dass man was hochnehmen und woanders hinstellen kann? Nicht das Entfernen-Tool, ich komme gerade nicht drauf. Irgendwie kann man es raufnehmen mit irgendwas. Ich komme gerade nicht drauf. Wir ziehen hier die Straße lang. Da ist die Verbindung. Ja, kommt bis hier hinten auch hin. Reicht aus. Versorgen bis hierhin. Das hier vorne war der Marktplatz. Alles da und funktioniert. Der Button unten links in der Leiste. Ja, vielleicht kommt er ja noch. Kann sein, dass er gleich noch kommt. So, dann gehen wir in die nächste Bevölkerungsgruppe so langsam rein. Warencheck. Von allem genug in der Produktion. Geht so. Tools müssen wir noch herstellen. Glas reicht aus. Scrap kommt gleich dazu. Wir haben noch Überschüsse. Wir machen noch ein paar Upgrades für die Ingenieure. Gehen hier... Ne, wir können schon die dritte Bevölkerungsgruppe freischalten, ne? Wir können es machen. Das ist, unten. Unten können wir die anbauen. Ich wechsle wieder runter in die untere Ebene. Da sind jetzt die neuen Quartiere untergebracht.
Da kommt die zweite Bevölkerungsgruppe unten. Da kommen jetzt die Prospektoren. Und das machen wir eben. Das ziehen wir so auf für die. Ich reiße erstmal hier was weg. Dann packen wir die nebeneinander hin. Noch weggeräumt werden. Und je größer das Quartier ist, desto mehr können dort rekrutiert werden. Der ist noch zu klein. Jetzt klappt's aber langsam. Ja, der erste Prospektor kommt. So, und jetzt können wir einen Toolsmaker einrichten, oben wiederum oberirdisch, also einen Werkzeugmacher. Das machen wir auch gleich, aber hier vorne, das ist nur kurz noch zur Erklärung, das hat mir markiert. Diese Mine hier, und jetzt kommt der erste Prospektor rüber und holt sich hier das Gestein ab. Ja? Und hier ist für einen Prospektor Platz. Ich finde, es könnten allerdings auch zwei sein, mal gucken, ob wir noch eine zweite Mine irgendwo finden. Wir geben den erstmal noch mehr zu auszugraben hier, bevor wir weitermachen. Wir markieren hier nochmal was. Gold geht ja auch langsam alle. Hier vorne können wir auch noch an Gold rankommen. Hm. Hier ist noch ein Goldvorkommen. Hier wollen wir einen Durchbruch schaffen. Da oben geht es auch noch gerne hin. Links rüber. Ah, da kommen wir hier links gar nicht durch, ne? Da müssen wir von der anderen Seite durchgraben. Wahrscheinlich hier unten rum. Schauen mal, ob man hier lang kommt. Wir versuchen es mal. Hier, ah, das ist toll. Hier können wir die Rubine bekommen, diese wertvolle Ressource. Und immer später Items bekommen. Hier kann man auch noch viel ausgraben. Ja, hier kommen wir an genug Gold rum. Damit können wir erstmal anfangen. Runter wieder. Ah, da vorne ist noch eine Kiste. Schaut mal. Klopft auf. Was bekommen wir? Als Belohnung? Geld? Ja. Sehr schön ist da. Einmal wieder runter. Auch schauen mal zwischendurch, ob hier irgendwo so ein Ressourcenbusch rumfliegt. Also irgendwie so ein ausgetrockneter Busch mit irgendwelchen Ressourcen drin oder eine Kiste oder sowas. Wenn ihr was seht, schreit gerne aus. Zug kommt vorbei. Da ist einer. Was bekommen wir? 8 Bretter. Na, wir nehmen alles mit. Ich will mal dankbar sein. Jetzt können wir auch Steinstraßen bauen. Da sind die Leute schneller unterwegs und die Reichweite, das Servicegebäude, wird erweitert. Dafür brauchen wir allerdings Tools, die würde ich lieber erstmal gerne herstellen, bevor wir die für die Straßen ausgeben. Das ist der Toolmaker, da gehen wir drauf. Scrap brauchen wir als Ausgangsmaterial dafür, also Eisen oder Erz. Dann können wir hier Werkzeuge daraus herstellen. Hat das unten schon geklappt mit dem Erz? Ja, wird schon produziert. Das heißt, wir bauen einen Toolmaker hier vorne in unserem Gewerbegebiet. Gerne neben der Mine, kann ich mir lebhaft vorstellen, dass hier was aus dem Boden rausgeholt wird und direkt hier untergebracht wird. Da links war ein Lagerhaus. Einmal hier hin. Platzsparend. Gehen wir hier einmal hoch. Das hier wieder weg. Jetzt haben wir den ersten Produzenten. Schauen wir mal, ob das reicht. Nee, wir haben zu wenig. Zu wenig Erz. Das ist echt doof.
Wir müssen, damit das alles vernünftig läuft, eine, wie heißt es auf Deutsch? Eine Spitzhacke. Spitzhacken müssen wir produzieren. Eine Eisenmine dann extrahieren und dann weitermachen hier. Das ist der Pick. Ja, genau, das ist der, der Betrieb dafür, dass man die Spitzhacken herstellen kann. Das heißt nicht, dass wir nichts produzieren, aber wir produzieren nicht so produktiv gerade hier. Wir gehen nochmal eins runter. Ob die Mine einstürzen kann? Ja, wenn man diese Pfeiler nicht setzt, dann schon. Dann geht das hier. Vielleicht können wir auch einfach noch eine Mine. Das wäre eigentlich noch praktischer. Wir könnten einen weiteren Prospektor hier unterbringen. Oh Gott, das ist hier aber... Schau mal, ob wir irgendwas noch finden hier. Wir können noch mehr Gold aus dem Boden bekommen. Ah, schau mal hier vorne. Da ist eine weitere Mine, wenn ich das richtig sehe. Da müssen wir hin. Oder? Ja, zweiter Prospektor kann untergebracht werden. Da haben wir eigentlich nur einen. Jetzt bauen wir das Gelände hier noch ein bisschen weiter aus, das Quartier für den. Jetzt haben wir den zweiten. Jetzt kommt der zweite dazu. Und jetzt sollte das auch passen mit dem Erz. Gleich, sobald er mit der Arbeit beginnt hier. Und die Verbindung ist ja super kompliziert. Wir machen hier mal einen Durchbruch. Wenn wir hier Durchbruch. Falls wir noch mehr finden können, hier ist er auch schon mal ein bisschen weiter als vorne. Hier die zweite Eisenmine. Da vorne gibt es irgendwas Spannendes. Hier gibt es noch mehr Gold und noch mehr von den Werkzeugen. Einmal hier hin. Gibt es für Gold eine Obergrenze? Nee, ist unendlich. Wir können so viele sammeln, wie wir wollen. Einmal hier vorne hin. Wir schauen mal, ob wir irgendwo noch mal was abstützen müssen. Ja, hier vorne. Das gibt Ärger. Einmal abstützen, schnell hier. Ganz schnell. Nochmal. Boah, sicher, sicher. Das war zu groß. Beinahe wäre alles eingekracht. Der Rest ist aber okay gerade hier. Erzproduktion plus minus null. Werkzeugmacher oberirdisch läuft. Sehr schön. Geldbilanz positiv, Arbeitskräfte positiv, klappt auch alles. Nächster Schritt ist das hier vorne. Dafür müssen wir erstmal 120 Ingenieure haben. Im Augenblick haben wir 72, dann können wir damit beginnen, Spitzhacken zu produzieren. Und wir brauchen ja noch ein Büro. Das können wir noch bauen und das versorgt, ich glaube, die Ingenieure noch. Genau, neues Bedürfnis für die Ingenieure. Wir brauchen ein weiteres Büro, das die versorgt. Das setzen wir mal zentral hin. Die Ingenieure erkennt ihr an den etwas helleren Häusern. Wie weit reicht der Saloon bis hier unten hin? Das sind potenziell alles Gebäude, wo Ingenieure leben können. Ja, das wird da perfekt passen hier. Hier vorne hin, Straße bitte. Wir machen noch ein paar Level-Ups hier. Achso, die Gebäude bekommen von alleine mehr Arbeitskraft hier, weil das weitere Bedürfnis jetzt erfüllt ist. Arbeitskraft steigt, 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 steigt. Wir brauchen 120, reicht noch nicht ganz aus, wir müssen noch ein paar Gebäude upgraden. Das heißt, wir gehen wieder rein in die Upgrade-Funktion. Können wir upgraden. Die haben alle hier die Versorgung. Die haben alle diese Versorgung hier. Das hier links ist, aber wäre auch noch versorgt. Das können wir auch noch upgraden. Hier links auch. Achtung, nur 4 normale Arbeiter, 84 Ingenieure. Und jetzt schauen wir... Oh, die haben schon wieder ein neues Bedürfnis. Jetzt brauchen sie hier noch
Spare Parts sind das Ersatzteile, ich glaube, ja. Frage in Chat. Spare Parts, Ersatzteile, glaube ich, ne? Vorher machen wir die Spitzhacken hier. Dafür brauchen wir das Erz aus der Mine. Holz brauchen wir, das sind für Ersatzteile, genau, bei plus minus 0. Wie weit waren wir beim Holz? Holz ist bei knapp 2,0 im Plus. Die Mine ist auch da, aber die Mine ist auch nur bei plus minus 0, ne? Hier vorne, da kann man schlecht. Wir müssten unten eine weitere Mine finden, sonst kommen wir nicht richtig voran. Mal schauen, ob wir noch eine aufdecken. Was steht hier? Ah, um das klein zu kriegen, brauchen wir bessere Tools, um das zu schaffen hier. Das sind andere Gescheinsschichten. Wir müssen davon noch eine Mine finden irgendwo. Wir müssen einfach in alle Richtungen uns mal durcharbeiten. Hier. Da. Tools. Da aber keine, das sind Tools nur. Golden Nuggets. Wir arbeiten uns mal überall durch und gucken, was wir wo finden hier. Nochmal Golden Nuggets. Okay. Gehen wir hier lang. Da kommen wir durch. Da kommen wir im Augenblick noch nicht durch. Hier vorne. Noch mehr Gold, bitte. Ah, was ist denn das hier? Ah, das ist der Sandstein, das sind die Tools. Die kannst du auch schon mal holen. Was ist das hier vorne? Ah, noch eine Mine. Schauen, dass wir hier hinkommen. Da haben wir was aufgesammelt. Eine Kiste gefunden und es sind... Bonus für unsere Arbeiter. Ein Stück Ausrüstung gefunden. Ah, und das können wir in unseren Quartieren ausrüsten. Das heißt, wenn wir hier reingehen und auf Edit, da können wir das Teil, was wir gerade gefunden haben, einen Dealing-Bonus reinpacken. Die Grabgeschwindigkeit und die Bewegungsgeschwindigkeit ist erhöht. Machen das für unsere Miner oder machen wir das für die andere Etage? Ich glaube, wir packen das hier mal rein. Aber das, wir brauchen aber noch weitere von diesen Plätzen hier. Davon brauchen wir noch einen. Ansonsten komme ich im vernünftigen Tempo dazu. Eine weitere Erzmine müssen wir irgendwo noch finden, Leute. Wir graben hier mal lang. Da gibt es noch mal. Da komme ich nicht hin. Vielleicht hier unten rum? Auch nicht. Da vorne gibt es Rubine. Durch den normalen Dreck kommen wir hindurch. Hier kommen wir durch. Auch nicht. Versuchen wir hier weiter vorzustoßen. Alles, was uns hilft hier. Hier am Rand. Kommen wir hier noch was weiter rein? Leider nicht. Und wie tief wir hier kommen. Da kommen wir nicht hin im Moment. Ja, wie sollen wir damit umgehen? Was machen wir? Also wir brauchen auf jeden Fall, ich gehe nochmal eins hoch, diesen Macher von den Äxten. Jetzt kommen wir nicht weiter. Müssen die Eisenmine aufdecken. Die war hier vorne, ne? Die müssen wir freischalten. Wir kommen hier nicht hin. Vielleicht durch irgendeinen Umweg hier vorne. Oder vielleicht ist ja woanders noch eine. Schauen, wo wir hier einen Durchgang noch finden. Hier können wir uns noch durcharbeiten. Ich habe mehr Glück und wir finden ja noch irgendwo weiter durch. Hier vorne leuchtet auch was auf. Aha. Finden wir hier noch was? Ja, noch eine Kiste. Und was ist drin? Ein Rubin. Wir kommen an den Rand des Dungeons hier. Irgendwo müssen wir noch einen Platz finden.
Mal schauen, wo. Das geht im Augenblick alles noch nicht. Ist hier vorne noch etwas? Das holen wir uns schon. Das können wir wegmachen, aber warum sollten wir es? Echt doof, dass wir hier nicht weiterkommen. Gucken nochmal in der Oberwelt weiter und schauen, was wir dafür brauchen, damit wir weiterkommen können. Und es wäre tatsächlich der hier. Da fällt mir nur eine Möglichkeit ein. Wir müssen den bauen und müssen mal vorübergehend das Erz, das wir bekommen, das läuft dann halt nur mit halb. Wir können es eintauschen. Wir nutzen die Train Station. Wir holen uns das. Wir machen ein Tauschgeschäft einfach. So machen wir das. Natürlich. Wir tauschen. Wir tauschen Kaktuswasser. Wir schwimmen in Kaktuswasser gegen. Da ist es. Gegen Scrap. Im Verhältnis 1 zu 5. Oh Gott. Da müssen wir halt viele Farmen jetzt anlegen. Ja, 30, 40 kommt immer weg. Runde bei jedem Tick. Und 8 bekommen wir dann dazu. Vielleicht reicht das ja. Das machen wir mal. Wir können auch 3 weitere Handelsrouten machen. Wir legen noch ein paar Kaktusfarmen gleich an. Wovon haben wir sonst einen dicken Überschuss? Wir legen erstmal schnell eine Kaktusfarm an. Wir haben nur noch 4 Arbeitskräfte. Von den einfachen Arbeitern. Das heißt, wir brauchen noch ein paar einfache Häuser hier. Hätten wir hier Verbindung mit dem Zug? Haben wir noch. Da vorne auch, ja. Hier auch noch. Ja, das reicht. Ein paar weitere Arbeitskräfte. Noch ein paar Häuser, bitte. So, Verbindungen sind überall da. Alles wird erreicht, passt. Neue Arbeitskräfte dazu, Blicke in die Statistik. Ja, die sind im Minus, die stellen wir noch gar nicht her. Und die müssen wir auch noch herstellen, die sind natürlich auch im Minus. Und wir haben riesige Überschüsse an Holz, so viel können wir gar nicht bauen. Wir haben allerdings schon eine Handelsroute mit Holz hier. Die vergrößern wir, dass wir ja... Wir bauen da gar nicht, dass wir 40 rausgeben und das vielleicht dann nicht gegen Geld, sondern stattdessen gegen Erz. Ja, und das ist ein guter Deal, schaut mal hier. Da bekommen wir haufenweise davon, super. 20 Bretter dagegen, und immer noch einmal Bretter gegen Geld. So, Holzkohle gibt Geld. Also wenn das nicht reicht, die 48 auf Vorrat. Wir können eh nur 50 lagern. Das sollte eigentlich reichen. Werkzeuge sind auch schon voll. Genau. Das heißt, jetzt können wir dieses Gebäude eigentlich bauen hier. Ingenieure. Und den stellen wir jetzt her. Ein bisschen Holz müssen wir gleich noch haben. Das hier vorne war der Toolmaker. Und dann setzen wir daneben den Hersteller der Spitzhacken noch rein. Achtung, da links sollten wir nicht so dicht dran gehen. Einmal hier. Ein Lagerhaus setzen wir auch noch daneben hin. Sonst gibt es irgendwann ein Problemchen. Eine Straße hier rüber bitte. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch eine weitere Geschichte dafür. Wir brauchen noch die. Noch einen Wald nachher. Gucken, überprüfen wir gleich. Ein Macher davon. Straßenverbindung bitte. Das ist noch ein Lagerhaus auf Vorrat. Wir können uns das leisten. Der Geldunterhalt ist nicht so das Problem. Und wie ist jetzt die Versorgung mit den Äxten? Spitzhacken? Wir sind sogar im Plus. Ja, klappt doch.
Und Holz mal plus minus null. Scheint zu klappen. Funktioniert. So, was machen wir als nächstes? Wir können jetzt runtergehen. Die Eisenmine können wir jetzt nutzen. Die war... Wir können jetzt Maschinen herstellen. Sehr schön. Ein Schritt nach dem anderen. Nächster Schritt ist jetzt erstmal, dass wir diese Eisenmine hier unten nutzen. Oh Gott, wo war die nochmal? Wir waren hier vorne. Die war hier links irgendwo, ne? Da müssen wir hin. Ah, da können wir noch nicht hinbauen, ne? Da können wir noch nicht hin. Haltet mal mit Ausschau, ob er noch einen anderen Platz irgendwo sieht dafür. Oder wir schauen mal, ob wir das Zeug selber auch eintauschen können. Das geht ja auch. Noch eine Handelsroute. Was können wir alles bekommen? Sheet Metal können wir bekommen. Und Eisen. Das ist das Eisen. Wenn wir das eintauschen... Für 1000 Geld. Wow, das ist ein bisschen Geld. Aber wir haben ja gespart. Es geht. Können wir was anderes verkaufen? Wir haben noch zu viel Sand zum Beispiel. 25 Sand für einmal Eisen. Träumt weiter. Das wäre die Alternative. Kaktuswasser wird gerade eingetauscht. Geld, wir schwimmen in Geld. Wir nehmen Geld. Kaufen mal 10 Eisen ein, immer mit einem Tick und geben 10.000 Geld aus. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir das auf Dauer machen können, aber zum Start sollte das reichen. Einsturzgefahr wird im Chat gebrüllt. Wir gucken mal kurz, ob das stimmt. Irgendwo sei eine Einsturzgefahr. Schauen, ob im Chat das zurecht gepostet worden ist. Nein, im Augenblick ist alles gut. Im Augenblick ist alles okay. Jetzt könnten wir hier den Workshop herstellen. Ach, damit fangen wir erstmal an hier. Mechanikerquartier. Denn die brauchen wahrscheinlich diese Bevölkerungsgruppe hier. Wir ziehen also hier ein weiteres Quartier auf. Jetzt haben wir zwei von denen, ne? Einer wird hier untergebracht, so wird der zweite untergebracht. Jetzt kommen zwei dazu hier. Zwei sind hier untergebracht. Und Geld ist immer noch im Fluss, erstaunlicherweise. Und jetzt sollten wir eigentlich in der Lage sein, auch durch andere Sachen uns noch durchzuhacken. Was wir erstmal machen, ist aber, dass wir den Workshop hier noch bauen. Und da ist er. Okay. Fangen wir damit mal an. Ziehen wir noch mal etwas auf hier. So können wir zwei von den Damen und Herren beschäftigen. Klasse. Stützpfeiler brauchen wir nicht nochmal. Jetzt gucken wir mal, ob wir uns woanders durchhacken können, endlich. Gold Nuggets. Jetzt kommen wir überall besser durch. Mal schauen, ob wir jetzt hier oben zu der Eisenmine hinkommen. Ja, durch den Sandstein kommen wir durch. Können es hier oben anschließen. So muss es sein. Wunderbar. Da sind wir einen Riesenschritt vorangekommen. Und wie ihr seht, man kann durch den Zug einiges machen. Durch An- und Verkauft. Wir haben die Eisenmine hier oben entdeckt. Jetzt arbeitet dann noch einer dran. Wir haben drei von denen, ne? 1, 2, 3 Minen haben wir aufgedeckt für diese Bevölkerungsgruppe hier. Für die Prospektoren und nur zwei haben wir. Würde ich mal vorschlagen, dass wir hier das noch ein bisschen weiter ausbauen. Jetzt haben wir drei. Mit drei Lager von denen. Stützpfeiler brauchen wir keine weiteren. Geht auch so, alles gut.
Jetzt können wir vielleicht sogar auf die Eisengeschichte verzichten. Den Import von Eisen. Wir werfen hier mal einen Blick drauf und schauen mal, wo wir hier gelandet sind. Und sind beim Eisen bei plus minus null. Ja, zauberhaft. Wir gehen einmal rauf. Ich mach's da wieder weg, ob es jetzt geht. Das Quartier ist im Weg. Ach, das hier vorne, das kann sein. Da müssen wir das einmal abreißen hier. Aber das hier vorne weg. Wir müssen es leider dann klein, woanders kleiner machen. Ja, leider. Leider ja. Machen wir zwei weg und bauen die woanders wieder neu hin. Das war der Grund, danke euch. Die mechanischen Quartiere werden nochmal ausgebaut. Zwei weitere Felder brauchen wir. Sagen wir mal, eins hier. Eins hier ran. Dann können wir hier in die Mine wieder reingehen. Workshop anklicken und jetzt? Jetzt klappt's und jetzt kommen wir ja dran. Wunderbar. Sehr schön. Hat geklappt. Erster Extraktor wurde gebaut. Wunderbar. Jetzt müssen wir einen Sheet Metal Factory noch errichten im nächsten Schritt. Und der macht das vollautomatisch. Sehr praktisch. Und in irrem Tempo. Das machen wir aber gleich nochmal. Das machen wir auch hier oben. Das ist ja super produktiv. Ich wette, dadurch müssen wir auch nichts mehr einkaufen davon. Ja, riesige Mengen. Das machen wir hier vorne auch. Hier bauen wir dieses Teil auch hin. Auch einmal bauen kostet uns Werkzeug und Geld. Ist ja alles da, ist ja kein Ding. Und dann haben wir noch eine dritte Mine irgendwo. Und die war wo? Eine hier, eine hier vorne, eine hier hinten. Da machen wir es auch einmal. Das sollte die Produktivität auch deutlich steigern, oder? Hier auch einmal drauf, bitte. Hier müssen wir mehr Platz schaffen erstmal. Die Maschine ist konstruiert. 1,3 an Produktion. Dann setzen wir noch eine hier hin. Reicht das hier? Zu wenig Platz heißt es. Dann wahrscheinlich müssen wir rechts und links auch noch was machen. Das klappt gerade nicht. Ich mach das mal alles weg und dann gucken wir weiter. Kann sein, dass wir gleich auch einen Stützpfeiler hier hinsetzen müssen. Ich habe das einmal weggemacht. Vielleicht liegt es auch daran. Ein Workshop hier hin. Nee, der Platz reicht nicht aus. Ist zu eng gebaut hier einfach. Und die kriegen wir auch noch nicht weg. Wir müssen erst eine Technologie entdecken, mit der wir den Bedrock, das feste Gestein wegbekommen hier. Aber das reicht ja aus. Wir sind ja schön im Plus. Aber wieder zurück. Falsche Ressource? Nein. Aber das ist die Eisenressource. Sie hat völlig recht. Daran liegt's. Jetzt haben wir die beiden hier vorne. Das war die richtige Ressource. Und dann haben wir allerdings bei den Facilities noch das Teil hier. Ein Dirty Water Extraktor. Um schmutziges Wasser zu gewinnen. Ich vermute hier vorne. Da steht es auch im Tooltip. Da müssen wir erstmal nachher noch Brücken bauen. Das kommt alles später. Einen Schritt wieder zurück. Hier vorne hin. Und jetzt die nächste Fabrik bitte bauen. Das ist die hier. Eisen gewinnen wir. Also eine Fabrik bauen wir. Arbeitskräfte sollten eigentlich ausreichen und setzen die in die Nähe von dem Gewerbe- oder Industriegebiet, das wir hier oben errichtet haben. Das sollte da eigentlich gut passen hier. Einmal hier hin. Einmal hingesetzt. Ist weiterhin alles schön im Plus. Ja, sieht schwer danach aus. Wir haben sogar einen schönen Überschuss hier vorne von. Geld ist auch da.
Wir prüfen nochmal unsere Handelsgeschäfte, ob wir da irgendwas dran ändern wollen. Wir gewinnen jede Menge Eisen, tauschen wir ein. Brauchen wir das überhaupt noch? Brauchen wir noch Eisen im Import? Wir lassen es mal sein. Solange es hier so knapp ist, machen wir das hier. So, und dann kommt der letzte Schritt hier. Das ist der Ersatzteilmacher, den wir noch brauchen für die Ingenieure. Arbeitskräfte geht. Hier gehen wir einmal rein. Wir brauchen das Eisen, das wir unten finden und das, wo wir einen geringen Überschuss haben. Scrap finden wir unten in der Mine. Überschuss davon ist bei knapp reicht. Jetzt bauen wir einen von diesen Ersatzteilmachern noch hin. Kriegen wir den hier irgendwo rein? Ja, perfekt. Kriegen wir hier reingequetscht. Sehr schön. Dafür brauchen wir allerdings eine Straßenverbindung. Straßen nach unten hin. Hier vorne ist das Lager. Hier geht's hin. Prima. Funktioniert. Läuft. Zauberhaft. So. Jetzt müssen wir ein Stück alter Technologie irgendwo entdecken. Wir können die Straßen hier noch bauen, die besseren Straßen. Werkzeuge hätten wir genug, damit haben wir die Reichweite. Wir bauen mal im Zentrum ein paar von den Straßen hin, damit wir nachher noch mehr Gebäude hinsetzen können. Bei den Ingenieuren sind wir nämlich schon bei plus minus null. Wir müssen eventuell den Radius hier vergrößern. Hier ein paar lang, kostet uns gerade mal zwei Steine. Das ist ja nichts hier. Steinstraßen hier. Hier können wir etwas einsammeln und bekommen 4000 Geld. Danke. Schöne, schicke Straßen, die Reichweite unserer Gebäude auch vergrößern. Ja, passt. Klasse. Hier noch runter. Sehr schön. Das haben wir hinbekommen. Stadt blüht, wächst und gedeiht. So, nächster Schritt. Technologie finden. Hier unten. Wir nähern uns dem 8. Meilenstein oben. Wir brauchen 800 Ingenieure, damit wir den Meilenstein erreicht haben. Im Augenblick haben wir 177, 182. Sollen wir den mal freischalten? Wir brauchen ein paar Ingenieure mehr. Wir wechseln noch einmal in die Oberwelt. 42 sind wir im Plus, 60 bei denen im Plus. Wir gehen hier wieder rein bei den Ingenieuren und schauen, ob wir ein weiteres Bedürfnis befriedigen können. Können wir nicht. Das heißt, wir müssen ein paar von den einfachen Häusern upgraden. Das mache ich auch gerne. Auch die Straßen gebaut haben, sollten eigentlich alle Gebäude, die hier sind, gut miteinander verbunden sein mit den Dienstleistungsgebäuden. Meilenstein erreicht und. The city is getting cramped. We must expand. Get it done. We'll need more space for factories. And more importantly, homes. There used to be so many homes here. Now, there is just sand. Wonder where it all went. Oh, spare us your incomprehensible blathering, rust bucket. Invorter, round up your deputies and get that rubble cleared. Yep. So, wieder rein in die Partie. Ein altes Stück Technologie finden. Mal schauen, wie es hier unten aussieht. Nochmal immer wieder einen Blick in den Statistikbildschirm. Etwas zu wenig Eisen für die gesamte Produktion. Wasser müssen wir noch finden, haben wir bislang noch gar nicht entdeckt. Robo-Burgers. Burger für Roboter müssen wir noch produzieren als nächstes Bedürfnis. Das wurde gerade freigeschaltet. Wir haben noch gar nicht die Item, wir haben nur ein Item bislang genutzt. Ich könnte noch weitere Items versuchen zu kaufen, wenn das Geld reicht. Falls irgendwo wirklich Hilfe am notwendig ist. Was können wir hier machen? Service-Item. Einen Steuerbonus. Wir bekommen dadurch mehr Geld.
Das heißt, dass damit können wir Warenhäuser upgraden, dass sie eine größere Reichweite haben, brauchen wir nicht. Und das ist ein Bonus meiner Equipment, Ausrüstung für Miner, für Minenarbeiter. Das heißt, damit arbeiten die schneller, wenn ich das richtig verstehe hier. Wir können aber, der Shop wird demnächst automatisch wieder erneuert und dann kommen andere Angebote rein. Das läuft nämlich im Augenblick nur so halb. Wir klicken nochmal die Ingenieure an. Da sind die neuen Bedürfnisse da. Wir brauchen Wasser, einen Waschservice und einen Bürgermeister. Kein Bürgermeister, wir brauchen einen Bürgermeister hier für alle. Fürs Wasser brauchen wir das schmutzige Wasser von unten und das machen wir dann, kommt in eine Wasseraufbereitungsanlage, um besseres Wasser draus zu machen. Einmal wechseln nach unten hin. So, und hier können wir neu freigeschaltet das hier vorne machen. Brücken können jetzt auch gebaut werden und wir können jetzt das schmutzige Wasser gewinnen. Ah, da können wir die Brücken ziehen, hier rüber zum Beispiel. Hier müssen wir noch hin. Ja, wunderbar, einmal hier rüber bitte. Wie kommen wir denn hier rüber? Wir brauchen ein Gegenstück auf der anderen Seite. Wir brauchen einen Zugang erstmal. Können wir das mittlerweile kaputt machen? Können wir? Mal schauen, ob es jetzt klappt, eine Brücke rüber zu ziehen. Placed over an open pit. Ah, hier müssen wir es drüber setzen. Wir müssen es über den Platz drüber setzen. Super, eine Brücke wurde platziert. Sehr schön. Einmal den Kasten aufmachen hier. Was ist drin? Das war ein Item. Ein neues Item haben wir bekommen. Hier vorne können wir das Wasser gewinnen. Danke fürs Cheer und danke für die vielen Abos im Chat. Ich lese die gleich alle vor. Wir erst noch ein bisschen weiterspielen. Und jetzt gehen wir hier rein. Wasser gewinnen, gehen wir rüber. Hier. Dirty Water Extractor. Wir stellen in dem Workshop, in der Werkstatt, die wir schon errichtet haben, jetzt eines dieser Teile her. Das Ziel ist, der Workshop ist zu klein. Position blockiert, Workshop zu klein. Wir müssen wahrscheinlich hier noch mehr Platz schaffen einfach mal. Das hier entfernen wir auch noch. Da kommen wir an Rubine ran. Alles was geht, bitte. Kann das sein, dass wir noch eine Brücke hier schaffen müssen? Müssen wir gleich mal gucken, ob das daran eventuell liegt. Gehen wir wieder rein und platzieren. Einmal das Wasser. Ich glaube, wir müssen noch mehr Brücken setzen. Ich glaube, daran liegt es. Ich setze mal noch ein paar Brücken daneben hin. Ich könnte mir vorstellen, daran liegt es. Teurer Spaß, aber ich mache es gerne. Es liegt anscheinend daran, steht ja auch Workshop too small, dass der zu klein ist, dass wir den erstmal ausbauen müssen hier. Das heißt, wir setzen da noch weitere Sachen hin. Von den Feldern hier. Graben hier auch noch ein bisschen weiter, wenn es gehen würde. Hier können wir es machen. So, schauen mal, wie gut es hier funktioniert. Okay. Bauen den Workshop nochmal aus. In ganz groß, bitte. So, und jetzt gehen wir mal oben schauen, ob es jetzt ausreicht. Kann man da unten jetzt einen Wasserextraktor bauen? Ja, eigentlich geht es. Da wird er entstehen und braucht auch gleich einen Mitarbeiter hier vorne. Ja, und schon haben wir. Achtet uns mal bitte mit aufs Geld und gebt mir mal Feedback, ob ihr den Eindruck habt, dass wir wirklich eine positive Bilanz haben und dass unsere Verkäufe dafür sorgen, dass wir anderen Geld verlieren.
Das heißt, jetzt gehen wir runter. 3,5 steht hier, stimmt. Wir können zwei weitere Maschinen bauen. Drei haben wir gebaut. Aufgrund der Größe des Workshops können wir zwei weitere noch bauen jetzt. Maschine wurde konstruiert. Ah, wir können ein Radar bauen. Und ein, wie soll man das übersetzen? Ein Bedienungszentrum. Eine Überwachungsanlage. Sollen wir die mal setzen? Dafür schaffen wir auch mal ein neues Gebäude, aber ich glaube, wir brauchen noch ein paar Mitarbeiter mehr, oder? Oder reicht das gerade aus? Hatten wir genug Mitarbeiter, Leute? Überwachung. Eine Überwachungsanlage. Danke euch. Danke euch. Irgendwo, wo viel Platz ist, setzen wir noch eine hin. Hier vorne zum Beispiel. Hier geht das gut. Da können wir eine hinsetzen. Wasser wird hier vorne gewonnen. Da können wir auch ein paar Rubine uns holen. Da gäbe es noch etwas Gold zu finden. Oh oh. Habe ich vergessen, einen Stützpfeiler zu bauen? Hier setzen wir mal einen hin. Würde hier einer helfen? Ich glaube nicht. Wir machen das mal weg. Gucken mal dann, ob ich dann Stützpfeiler hinsetzen muss. Ja, ist glaube ich ganz gut. Einer hier hin, bitte. Setzen wir hier das Überwachungszentrum hin. Hier ziehen wir es mal auf. Ein Radarslot haben wir dadurch, okay? Jetzt hätten wir zwei Radarslots. Platzieren die. Die senden eine Pulsenergie, steht im Tooltip, in die Mine hinein und decken Plätze auf, die für uns interessant sein könnten. Wir sollen die strategisch so platzieren, dass wir möglichst viel entdecken können. Okay, mache ich gerne. Dann setzen wir einen hin. Irgendwo an den Rand hin, ne? Boah, das ist nur ein Level. Es gibt ganz viele Level untereinander. Also wenn das hier die Mitte ist, bei der wir begonnen hatten. Ne? Wovon hatten wir begonnen? Hier hatten wir begonnen. Das ist das Zentrum. Wir können es auch in der Minimap gucken. Und wenn das etwa so ist, wie groß es ist. Da könnten wir eins zum Beispiel hier hinten hinsetzen. Und hier versuchen wir es aufzudecken. Weil durch dieses Felsen hier kommen wir noch nicht durch, ne? Mal schauen, was wir hier oben aufdecken würden. Das ist alles Felsen, durch die wir nicht durchkommen im Moment. Das ist zu weit am Rand. Ich glaube, das wäre eigentlich ganz gut, direkt hier vorne. Gehen wir hier hin. Und er muss nachher noch im Prospektor arbeiten. Mit anderen Worten, wir müssen das Prospektorenviertel nochmal aufstocken hier vorne. Wo waren die? Hier vorne. Das ist ein Prospektorenviertel. Machen wir das noch ein bisschen größer. Also die Unterbringung hierfür. So haben wir einen mehr. Prima. So. Was sagt unsere Statistik? Ah, das haben wir noch gar nicht eingesetzt, dieses Item. Also Holz kann man nie genug haben, finde ich persönlich. Einmal hier vorne ins Holz rein, weil Wald ist gleich auch alle. Unten geht's nicht, ne? Unten können wir die nicht einsetzen. Unten wird uns nichts angezeigt. Doch hier vorne. Aha. Da ist schon einer drin. Der ist ja schon eingesetzt. Und mehr als einen. Und den zweiten können wir gar nicht nochmal einsetzen, oder? Noch einen können wir nicht einsetzen. Ah, das oben beim Holz.
Hier vorne rein, bitte. Hier Holz zum Beispiel. Einmal drin. Prima. Ansonsten läuft's. Ressourcen. Eisenprobleme haben wir. Mal schauen, ob unser Radar irgendwas ergeben hat. Das hatten wir hier vorne platziert, ob wir hier noch was aufgedeckt haben. Hier läuft der Radar und... Also wirklich aufregend ist das nicht, was der entdeckt hat. Wir graben uns ja noch ein bisschen weiter. Hast du irgendwas Spannendes, das wir entdecken können hier? Wasser. Wir haben das schmutzige Wasser bekommen, aber wir haben es noch nicht abgebaut. Können wir auf gut Glück uns hier irgendwie reingraben. In die Ecken noch rein. Ich glaube, da ist was. Nein, Leute! Achtung! Ja, noch eine Eisenmine! Wunderbar! Wir haben eine Eisenmine entdeckt. Das war unser Problem die ganze Zeit. Wunderbar. Ich bin total fasziniert. Da brauchen wir allerdings einen weiteren Prospektor. Die Prospektorenquartiere waren hier vorne. Einmal ausbauen, bitte. Hier ist wieder was. Oh Gott, hier ist schon wieder eingestürzt, oder? Ich glaube, wir müssen noch einen Pfeiler hier hinsetzen. Ja, schon einer. Eigentlich wenn, muss man den unbedingt nur dort einsetzen, wo es schraffiert ist, aber sagen wir mal so, bevor ihr andauernd irgendwas einsteckt, ich finde es nicht schlimm, nochmal einen irgendwo in die Ecken einzusetzen. Wir können uns das hier leisten. So, das sollte jetzt versorgt werden. Dafür haben wir gesorgt. Jetzt sollten wir bei Eisen auch einen schönen Plus haben. Wasser müssen wir noch oben anschließen. Schmutziges Wasser produzieren wir, das reine Wasser noch nicht. Und Eisen ist auch angenehm im Plus. Geld kommt sogar dazu, obwohl wir viel ausgeben. Jetzt gehen wir wieder rauf an die Oberfläche. Rein in die Ingenieure. Und wir haben mittlerweile für dieses Wasser gesorgt. Das produzieren wir unten in der Mine. Das dreckige Wasser, jetzt machen wir noch einen Reinigungsbetrieb hier irgendwo hin. Und das ist, glaube ich, eine Dienstleistung, die über die Straßen verteilt wird. Das heißt, auch das setzen wir relativ zentral hin. Aber die Steinstraßen verbessern den Radius ja wirklich extrem. Das ist ja echt cool. Wunderbar. Ich traue mich mal, den hier hinzusetzen. Einmal die Straße hier unten wieder ran. Prima. Und ja, jetzt wird es das Bedürfnis gedeckt. Als nächstes brauchen unsere Ingenieure den Waschservice und die Robo-Burger. Das ist der Waschservice. Den können wir vielleicht daneben hinsetzen sogar. Ne? Einmal die Straße hier verlängern. Waschservice daneben setzen. Ja. Na, der Radius ist ein bisschen beschränkter. Dann setze ich das Leben eher in die Mitte ein. Das könnte passen. Und je mehr wir von den Bedürfnissen befriedigen der Ingenieure, desto mehr Leute ziehen in die Häuser rein. Ein weiterer Meilenstein aufgedeckt, der 9. Oben seht ihr, wie es hoch tickert zum 10. Meilenstein. Versorgung hier vorne. Das Wasser ist etwas zu wenig. Die Robo-Burger haben wir noch gar nicht angegangen. Gleich kommt Entzug wieder an. Vielleicht können wir noch mal irgendein cooles Item bekommen. Vielleicht finden wir noch einmal Wasser, wenn wir runtergehen in die Unterwelt. Gibt es denn auch ein Wasserding hier irgendwo?
Noch hier finden wir einmal Wasser. Im Augenblick nicht. Wir müssen ein Stück alter Technologie finden und den nächsten Meilenstein freischalten. Dafür brauchen wir einen Aristobot. Das ist der hier vorne. Und den bauen wir allerdings nicht hier. Den würden wir hier oben bauen. Ich denke mal, wir müssen erstmal das hier alles machen, damit es überhaupt die nächste Stufe kommt. Ach, hier sind sie. Die Aristobots. Wir können uns den ersten holen. Ach, jetzt will ich erstmal alles gebaut haben. Jetzt will ich auch den Bürgermeister haben. Nein, was wir dafür alles brauchen. Wir brauchen Holz, wir brauchen Kohle, haben wir beides in Unmengen. Eisen haben wir mittlerweile eine neue Quelle gefunden. Dann eine Rinderfarm und dann wird ein Bürgermeister gebaut. Das will ich unbedingt haben. Oh, die Leute sind unzufrieden. Warum denn? Weil zu wenig Wasser da ist. Ja, ich weiß, wir haben zu wenig Wasser. Für mehr Wasser kann ich gerade nicht sorgen. Können wir Wasser einkaufen? Können wir Wasser eintauschen? Gibt es die Möglichkeit? Wir können eine der anderen Handelsrouten stoppen. Zum Beispiel die Handelsroute, bei der werden Bretter gegen Geld eintauschen. Was stellen wir hier ein? Scrap. Wie viel Scrap haben wir mittlerweile? Brauchen wir das noch? Da haben wir ein kleines Plus. Ich weiß nicht, ob die Handelsgeschäfte da eingepreist sind. Das Lager ist voll. Ich mach's mal testweise raus hier. Wir nehmen das hier mal raus. Kakteenwasser gegen Scrap. Das löschen wir mal. Jetzt haben wir einen weiteren Platz hier frei. Und wollen uns holen das Wasser, Dirty Water, gegen Geld. Und jedes Mal, wenn ein Zug vorbeikommt, kaufen wir 20 ein davon. Ja? Okay? Oder wir gehen hier stattdessen in das Kaktuswasser. Aber da ist der Kurs ein sehr schlechter, dann lieber Geld. Wir geben richtig viel aus. Mehr können wir nicht machen. Mehr als 5 geht im Augenblick nicht. So, und das war die Sache mit dem Wasser. Dann sollte die Unzufriedenheit der Leute auch gleich runtergehen. Ja. Dann gehen wir an den Bürgermeister ran. Das haben wir. Eisenüberschuss ist auch da. Ist auch ordentlich. Wir bauen eine solche Farm hier hin. Vorne in den Rand rein. Nehmen dieses Lagerhaus hier. Passt es hier rein? Ja. Klicken es an. Platzieren Felder. 3 Stück. Ingenieure arbeiten hier. Wie gut, dass wir so viele haben. Hier geht etwas Holz kaputt. Das ist doof, weil das Holz wird hier, glaube ich, benutzt, ne? Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber so können wir machen. Muss mit der Ecke verbunden sein. So ging nicht. So geht. Einmal. Das können wir auch drehen. Hilft uns das? 2-mal. Kriegen wir hier noch einen reingequetscht? Leider nicht. Aber hier vorne. 3 Bullenfarmen wurden gebaut. Da freut sich WB. Und es sind tatsächlich Robobullen hier, die Dampf speien und irgendwie Fleisch produzieren. Frag bitte nicht nach. Auf jeden Fall läuft das hier. Nein, im Chat werde ich gefragt, es ist nicht die Demo, die man auf Steam spielen kann. Die wird ja links werden immer wieder gepostet von den Chatmods. Bitte häufig posten, das ist eine Extra-Version, die ich hier spiele. Die ist ein bisschen größer und umfangreicher. Und die Demo bringt auch schon mal viel Spielspaß. So, und jetzt brauchen wir nur das letzte Gebäude hier, den Bürgermeister. Und das ist vermutlich hier wieder so ein Dienstleistungsgebäude in der Tat. Das ziehen wir hier mit. Boah, das ist ein Riesenradius, super. Ja, versorgt alle hier. Das könnten wir also hier in die Mitte reinsetzen. Ich verlängere mal die Straße hier. Hier vorne hin und ja,
alles abgedeckt. Eingang ist wo? Auf der Seite nach unten hin. Ja, kann man ja machen. Dann ziehen wir noch eine Verbindungsstraße quer rüber. Wenn wir hier hin. Alles klar? Und funktioniert. So, jetzt sorgt der dafür, dass Burger produziert werden. Haben wir genug Robotsteaks? Oder ist, wenn er zu wenig produziert? Burger im Plus. Robotsteaks plus minus null. Alles cool. Das weiß ich noch nicht, deine Frage. Jetzt sollten langsam mehr Leute hier einziehen. Noch mehr Ingenieure. Bedürfnis wird gleich gestillt. Und ein extra Schritt ist, ich hätte gerne eine weitere Bevölkerungsgruppe. Einen Aristokraten, einen Aristobot, ja. Und dafür müssen wir... Ah, das geht noch nicht. Weil wir erst... Die müssen erstmal das Level hier haben. Die brauchen noch die... Hier vorne, die Burger. Das muss erstmal anlaufen. Ich gehe mal auf höhere Spielgeschwindigkeit. Jetzt werden die Burger produziert. Und der erste Burger ist da. Die Leute bekommen langsam ihre Burger. Wir gehen in der Zwischenzeit mal unten schauen, bis eine Meldung kommt, dass es klappt. Schauen wir mal, ob wir hier noch mehr... Ja, hier können wir eine Rubine und andere Sachen finden. Die können wir Brücken rüberbauen. Eine Brücke bitte hier hin. Hier noch ein bisschen buddeln. Mal schauen, wo es da weitergeht. Ja, hier bei Ende Gelände. War ein teurer Spaß. Schauen, ob wir hier noch was finden können. Ja, die Ingenieure sind ready for upgrading. Wir können für Aristobots jetzt sorgen hier. Oh, hier ist noch was, was ich bekommen kann. Schaut mal hier. Beute. Jetzt bin ich doch neugierig, wo es hier lang geht. Wir nehmen alle Ränder mit hier. Ja, hier ist noch mehr. Das sieht gut aus. Und was bekommen wir hier? Ein weiteres Item. Hier können wir noch ganz viel rausholen aus der Erde. Verbindungsstellen machen. 5 Karten gibt es im Spiel. Rubinen hier noch rein und rausholen. Aber so langsam kommen wir hier, glaube ich, ans Ende. Auf der Horizontale. Vertikal gibt es ja noch weitere Level. Ich glaube, 2 weitere Etagen gibt es, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Wir können noch weiter graben. Schauen, was wir da finden. Und wir gehen einmal rauf in die Oberwelt. You swindler. Was? Ich? Excuse me. You just wanted your rich friends to move in. The whole world is falling apart and here we are thinking about real estate. Of course. And before you forget yourself, without all those rich friends, none of you would be here. Off with you, rascal. Or my enforcer will see to it. Yep. Sehr schön. Und was machen wir als nächstes? Ein Level up, bitte. Rauf zur dritten Bevölkerungsschicht. Möglichst hier in der Mitte, wo alle reichen und fürnehmen Leute leben. Ein Aristobot ist da. Neuer Meilenstein freigeschaltet. Es gab übrigens auch ein Steam Achievement. Ich glaube, das habt ihr nicht gesehen. So, und jetzt kommen die neuen Sachen rein. Was brauchen die? Ah, jetzt gibt es erstmal Unzufriedenheit. Weil irgendein Bedürfnis ist zu wenig. Und die werden erstmal alle erfüllt. Wasser kommt rüber. Und dann hätten sie gerne in einem Waxing-Shop, dass sie halt poliert werden. Dass die Roboter glänzen. Die Grundbedürfnisse sind alle da. Okay, brauchen wir noch ein paar mehr. Nächster Meilenstein, wir brauchen 80 von denen.
Wir brauchen noch ein paar Upgrades. Jetzt müssen wir erstmal die Waren bekommen. Was brauchen wir dafür? In der Mine schon wieder eine neue Ressource. Leute, was ist denn das? Helft mir bitte mal bei der Übersetzung. Plastic Rooms? Sind das, was ist denn das hier, Leute? Und aus wird, werden dann... Ah, wird so eine Art Seife hergestellt. Jetzt werden die Bedürfnisse wieder erfüllt. 24 haben wir. Da bauen wir noch ein Gebäude aus. Ein letztes, geht noch nicht. Kunststoffpilze, Plastikpilze heißt es im Chat, okay. Das ist der Shop hier und den können wir sofort setzen. Der sorgt sofort dafür, dass mehr Leute hier leben. Die Grundvoraussetzung haben wir, die Baumaterialien. Was hat er für eine Reichweite? Eine schöne, schöne große. Kriegen wir den hier untergequetscht? Nein. Bekommen wir den hier hin? Ja. Wäre aber irgendwie verschwendet. Hier vorne fände ich, glaube ich, cooler. Hier vorne einmal hin. Hier hin, bitte. Und da entsteht er. Wir ziehen hier noch mehr Leute ein. Ja. Es sieht also aus, als hätten wir ein Wasserproblem. Nee, reicht. Dirty Water ist okay. Ach, wir stellen es, obwohl das Schmutzwasser ausreicht, zu wenig von dem Gereinigten her. Das heißt, wir brauchen noch einen weiteren Betrieb, der gereinigtes Wasser herstellt. Oder wir müssen noch mehr importieren. Wie viel haben wir denn im Lager an gereinigtem Wasser? Nichts. Ja, dann brauchen wir unter schmutzige Wasser importieren wir. Wir brauchen einfach einen weiteren Betrieb. Davon brauchen wir einen weiteren. Den setzen wir... Oder hatte der eine Reichweite? Ach, der hatte auch eine Reichweite, okay. Brauchen wir davon noch einen zweiten? Passt der hier hin? Ja, perfekt. Hier auch. Alles gut. Nebeneinander. Ein zweiter in die Mitte. Jetzt haben wir eventuell zu wenig von dem Schmutzwasser, aber das wird ja regelmäßig importiert und das Lager ist voll. Ja, jetzt ist das Wasserbedürfnis da. Alle sind glücklich, alle sind happy. Leute ziehen ein, 80 brauchen wir. Ich glaube, wir können uns das gönnen, dass wir noch ein Gebäude aufleveln. Dirty Water importieren wir. Machen wir das auch in genügender Stückzahl. Wie viel Geld haben wir mittlerweile angespart? Etwas weniger. Wir geben schon Geld aus. Allerdings haben wir auch teuer gebaut. Brauchen wir das hier noch? Müssen wir noch immer noch Eisen importieren oder können wir uns das schenken? Es wäre immer noch zu wenig. Ja? Wir bräuchten irgendwie eine noch bessere Exportroute. Das ist ja irgendetwas, was sehr teuer ist, wo es einen guten Kurs für gibt, dass wir das in den Export reinpacken. Statt der Bretter unter Umständen. Für Bretter holen wir uns Scrap. Brauchen wir das noch? Müssen wir das noch eintauschen? Ich glaube, wir haben auch so ein Plus. Das nehmen wir mal raus. Dagegen Geld. 1 gegen 300. Immer 30 raus. 9000 Gold dafür. Dann sieht die Bilanz doch schon besser aus. Ein bisschen besser. Das Wasser ist echt teuer hier. Das dreckige Wasser. Wie viel haben wir davon gelagert? Ich weiß nicht, ob wir so viel importieren müssen, aber wir nehmen auch viel Geld an über Steuern. Ich setze mal drauf. Beobachtet mal oben die Menge im Augenblick 300.000, dass es auf Zeit reicht. So, da kommt wieder der nächste Zug angerauscht und macht die nächsten Geschäfte. Und Versorgung der Ingenieure. Wir machen noch ein paar Level-Ups. Für die Aristobots. Jetzt mangelt es wieder an irgendwas. An Holz. Ach, es kann sein, dass wir zu viel von der Holzkohle immer verkaufen. Das geht immer auf Null. Wie viel sind wir denn im Plus bei der Holzkohle?
Ja, wir hatten die gesamten Vorräte aufgekauft und deshalb bricht das bisweilen auf null runter. Dann gehen wir hier mal auf, dass wir etwas weniger verkaufen. Oder wir verkaufen irgendwas anderes. Von dem wir der Meinung sind, wir haben eh riesige Bestände. Lagermenge. Wir haben sehr viele Tools mittlerweile. Und die sollten richtig teuer sein, die Tools. Spitzhacken, 49. Ich wette, das ist ein sehr guter Kurs, den wir dafür bekommen. Balancier plus 1,8 und bei den Werkzeugen plus 4. Okay, das ist auch ein Baumaterial, aber da würde ich eigentlich, das würde ich mal verändern. Wir haben auch zweimal Holz hier drin, das ist ja Quatsch. Nehmen das Holz hier raus. Dann verkaufen wir einmal die Tools gegen Geld. Oder wir tauschen die Tools direkt ein gegen Eisen. Das können wir auch machen. Zwei Tools gegen einmal Eisen. Ne, also das Rohmaterial, das wir dafür brauchen, das holen wir uns beim Tauschgeschäft und geben Tools zurück, weil wir den Rest haben. Das finde ich eigentlich eine gute Idee hier vorne. Hier oben, ich weiß gar nicht, ob wir dann überhaupt noch was einkaufen müssen hier. 30 verkaufen wir gegen 15. Den, das hier vorne schmeißen wir raus. Das könnte schon reichen jetzt. Ja. Kaktuswasser können wir immer noch verkaufen. Wir haben einen Slot übrig. Da kriegen wir zwar nicht viel Geld für, aber wir können das uns leisten. Alles klar? Jetzt sollte es funktionieren. So. Nächster Schritt. Was ist das nächste, was wir brauchen? Wir bauen für den nächsten Meilenstein 50 weitere Aristobots. Jetzt sollten wir die Häuser gleich upgraden können. Aus irgendeinem Grund können wir dann die noch nicht upgraden, weil Plastik fehlt. Wir müssen Plastik herstellen. Ah, das ist auch ein Baumaterial. Alles klar. Das heißt, wir müssen die in der Mine erstmal finden, die Pilze. Finden wir hier ein Vorkommen für Pilze? Ich habe bislang noch keins entdeckt. Sollen wir mal schauen, ob wir irgendwo Pilze bekommen. Ach, wir können die farmen. Wir müssen eine Farm bauen für die. Hier können wir das machen. Wir haben einen großen Raum dafür. Aber wir brauchen dafür... Das geht nicht, weil... Ach, wir brauchen ein Vorkommen, auf das man das zieht. Es muss irgendwo ein Vorkommen sein, wo man die draufziehen kann. Ich müsste da im Workshop was herstellen. Nee, ein Ölextraktor. Wahrscheinlich brauchen wir Öl dafür, damit wir das machen können, ne? Wahrscheinlich ist Öl die Voraussetzung dafür, dass wir hier dieses Zeug ersetzen können. Fruchtbaren Boden brauchen wir. Seht ihr irgendwo fruchtbaren Boden? Ich sehe keinen. Dann müssen wir noch weiter graben. Kann das sein, dass wir dafür erst eine Etage weiter runtergehen müssen? Das kann auch sein. Hier gibt's noch was. Oh cool, eine weitere Mine. Die ist ja Gold wert. Dafür brauchen wir einen weiteren Prospektor. Ziehen wir das hier weiter auf. Warum haben wir 4, 5 brauchen wir. Setzen wir noch ein weiteres Tool hier rein, ein weiteres Ding hier, damit nichts einbricht. Klasse. So. Was haben wir denn? Also irgendwo muss ja ein Platz sein. Hier vorne ist zum Beispiel diese roten Kabel, die hier unterirdisch laufen. Wir gehen da mal hin, wir bauen da mal eine Brücke rüber. Das bitte einmal weg, einmal Brücken bauen.
schauen, was wir da entdecken. Oh la la. Ah, das sind Kabel. Und damit interagieren, da mal draufklicken und versteckte Türen freischalten. Und? Hier vorne kann man das auch machen. Da bauen wir auch einmal rüber. Da bauen wir auch eine Brücke hin. Ja, ein Stück alter Technologie gefunden. Der nächste Schritt voran. Wir müssen 6 Teile davon finden, um den Planeten zu verlassen. Hier vorne ist es. Aha. Einmal graben, bitte. Wir haben nicht genug Minenarbeiter. Dann 3 und 6 brauchen wir. Das heißt, wir müssen hier erstmal noch einen weiteren Ort aufbauen. Das mache ich gerne. Die einfachen Minenarbeiter nochmal, bitte. 3 weitere brauchen wir. So, jetzt haben wir die. Ich setze mal einen Pfeiler in die Mitte. Jetzt sollte das hier reichen. Und? Diese Tür ist versperrt. Folgen Sie dem farbigen Kabel, um zu finden, wie es weitergeht. Das Kabel ist jetzt blau hier. Und das wird ausgegraben. Das Kabel folgt hier lang und hier rein. Hier gibt es ja unfassbar viel zu entdecken. Und da gehen wir rüber, ziehen eine Brücke rüber. Buddeln bitte. Ah, ein weiterer Wasserextraktor. Ja, es ist ja alles viel größer als gedacht. Wunderbar. Sehr schön. Da bauen wir jetzt noch so ein Maschinchen hin. Da haben wir die Wasserprobleme endlich gelöst. Einmal hier drauf, bitte. Erstmal noch mehr, hier noch mehr wegmachen. Erstmal ein bisschen Platz noch schaffen. Hier hört das Kabel auf, da müssen wir gleich mal drauf klicken. Es will ich das Wasser aber gerne haben hier. Ja, das grenzt an noch eine Runde, in der Tat. Und wir setzen den Wasserextraktor, den gab es hier rüber, Workshop. Einmal Wasser drauf, bitte. Und? Ja, jetzt brauchen wir, glaube ich, einen weiteren von denen wiederum. 3 haben wir von denen, da sehen wir, wo die arbeitet. Ach, die haben 2, die haben nichts zu tun. 3 haben wir rekrutiert, 3 sind beschäftigt. Wir haben 5 und 2 haben nichts zu tun. Dann ist doch alles okay. Dann können die doch hier arbeiten. Dann brauchen wir ja gar nicht noch weitere. Alles okay. So, jetzt klicken wir mal hier drauf. Und was passiert hier? 1 von 2. Wir müssen noch ein Geheimnis irgendwo entdecken. Diese Tür ist versperrt. Nochmal Wasser. Eben hatte ich kein Wasser, jetzt finden wir plötzlich das ganze Wasser. Das Spiel macht mich fertig hier. Da können wir noch nicht durchgraben, aber hier können wir durchgraben. Die führt auch ein Kabel weiter. Eieiei. Und hier ist da auch noch ein Kabel. Das führte bis hierhin. Und was ist die Verlängerung hiervon? Wo geht's hin? Hier vorne hin, hier vorne hin und ach. Das haben wir schon gelöst. Hier geht's auch nicht weiter. Hier hatten wir gegraben. Das haben wir doch schon eingestellt hier. Schon gemacht. Habe ich das abgebrochen jetzt oder läuft das wieder? Jetzt wachen die auf Minenarbeiter. Ja, und wir haben doch genug, ne? Wir haben 6 rekrutiert. Jetzt kommen sie rüber. Ach,
weil ich woanders wieder gebuddelt habe, habe ich das unterbrochen. Dadurch, dass ich das weiter ausgebaut habe, sind die Damen und Herren meiner woanders hingelaufen. Ich war ungeduldig. Ich habe zu schnell gespielt. Ich bin mal wieder die ungeduldige Person hier. Das ist so peinlich. Wir lassen die einmal in Ruhe zu Ende graben. Ach, ich merke gerade, ich spiele schon die ganze Zeit auf doppelter Spielgeschwindigkeit. Ich spiele schon die ganze Zeit auf doppelt. Peinlich, ne? Da ist ein Tür durch. Ich traue mich nicht, irgendwas anderes anzuklicken. Wasser haben wir wahrscheinlich jetzt im Überschuss. Ich glaube, das müssen wir gar nicht mehr importieren. Ja? Hier vorne. Ja, ich traue mich nicht, da auf irgendwas zu klicken. Das läuft erstmal durch, bitte. Und? Jetzt sind wir durch. Und? Was haben wir bekommen? Hurry now. Haul it up to the city and let us prepare for its installation. The first of many, but we must start somewhere. Okay. Zurück in die Stadt. Das Teil installieren, bitte. Ain't no telling what'll happen when we start moving that thing. When it shakes, they hear it. You have to be ready. We weren't ready last time. Who hears what? What weren't you ready for? I'm not sure what that old rust bot is talking about, but that song is louder now. It's asking me to come closer. New arrivals. New arrivals. Escape vessel. Disassembled. Six parts. Maintenance overdue. Locate remaining parts. Combine. Launch. What in tarnation's going on? The old signal speaks. You sure she'll be okay? Your daughter is fine. She will need some time to recharge. What matters now is that we know what we must do. Recover the remaining five pieces of the vessel and put it together so we can escape. I remember that voice. It sounds so old. Also, sechs Teile, die wir zusammensetzen müssen. Und hier ist ein neues Gebäude, ne? Ziel ist, hier abhauen zu können. Das ist es hier, der Astrodom. Und das ist quasi das finale Bauwerk, das wir hier für die Story-Kampagne bestücken müssen mit sechs Gegenständen, die wir finden müssen im Laufe der Story-Kampagne hier. Eins haben wir schon, es ist eine Rakete, mit der wir ins All starten wollen. Einen Teil haben wir schon entdeckt hier vorne und jetzt fehlen noch weitere. Mundlichen Unterhalt können wir locker stemmen. Das haben wir geschafft. Sehr schön. Guter Schritt voran. Jetzt will ich aber da noch ein bisschen gucken, wie es hier weitergeht. Wir gehen nochmal runter. Hier vorne steht der. Boah, wir haben ja Achterbahn. Mine? Was denn hier alles? Alles Dinge noch für später hier. Das ist die normale Geschwindigkeit, bevor ihr denkt, ich spiele wirklich etwas schneller. Aber auch so rast es hier rauf und runter. Wir haben einen großen Teil der Karte neu aufgedeckt. Von hier wird aufgebrochen. Boah, wir können riesige Städte hier errichten. Die Karte ist ja echt gigantisch groß und hier geht es in dieses neue Gebiet dann rein. Zum Astropokal ist die Karte groß. Um Gottes Willen. Die ist ja viel größer, als ich dachte. Okay. Alles klar. Ja, Siedlung weiter ausbauen. Was ist der nächste Schritt hier oben? 80 Leute brauchen wir, 80 Aristobots. Unten können wir aber schon die Leute auch mal kurz mal weiterarbeiten lassen. Hier noch mehr Wasser anschließen, bitte. Dafür müssen wir erstmal ein bisschen Zeugs hier abpacken. Ah, das geht nicht. Ja, das wird wahrscheinlich schwierig werden. Ich gebe mein Bestes. Ich gehe mal wieder auf doppelte Spielgeschwindigkeit. Vielleicht reicht es dann. Das können wir im Augenblick nicht entfernen hier. Oh, hier vorne geht es ja auch weiter. Okay. Bauen wir hier mal eine Brücke hin. Dann können wir hier weiter buddeln. Gold nochmal sammeln. Nein, jetzt landen wir hier vorne. Ich glaube, hier ist gar nichts, oder? Ach, wir haben noch eine Mine gefunden. Nein.
Zauberhaft. Ich glaube, wir können keinen... So ein Teil können wir dafür nicht bauen. Dafür ist es zu knapp hier, ne? Doch, wir kriegen mit Ach und Krach eins hin. Wir bauen noch eins. Ich weiß gar nicht, ob wir dafür den Platz haben. Oder ob wir... Haben wir da genug von? Ich glaube, wir haben genug von den Mitarbeitern. Ja, das kriegen wir hin. Hier vorne wird jetzt gebuddelt. Mit der Maschine. Hier vorne kommen wir auch rüber. Gehen wir da vorne mal hin, ne? Bauen wir noch weiter die Brücke hier aus. Hier hin. Einmal hier hin nochmal. Dann hier weiter arbeiten, bitte. Eine weitere Eisenmine. So muss es sein. Na, klasse. Sehr schön. Und hier können wir auch gleich rüber bauen und schauen, was wir da oben finden. Sandstein. Schmutziges Gestein. Buddeln, buddeln, buddeln und... Was decken wir hier auf? Goldnuggets. WB in Buddelstimmung. Was ist da links? Wo geht's hier hin? Ich will alles haben. Alles muss uns... Oh Gott, ein riesiger Raum. Ich wette, der hier oben blinkt es irgendwo. Wir müssen gleich mal einen Pfeiler setzen, damit wir nicht alles zusammenkracht. Da kommen wir nicht hin. Hier kommen wir hin. Da kommen wir hin. Alles muss weg. Hier vorne hin. Hier vorne hin. Hier hin. Dahin. Ja. Was kriegen wir hier noch? Da links ploppt es auch auf. Das sind ja riesige Räume noch. Guck mal da vorne hin irgendwie. Über den Umweg hier. Das vielleicht. Tools. Gold Nuggets. Gold, Gold. Ich habe mal wieder zu viel gebaut, ohne Stützpfeiler irgendwo hinzusetzen und alles kracht wieder zusammen. Das ist so peinlich hier. Einen hier hin, alles bricht mir hier zusammen. WB will einfach nur bauen, bauen, bauen. Und was kommt hier hin? Noch mehr Gold? Das war unsere Leute dann erschlagen, weil ich zu leichtsinnig bin. Bauen noch einen Stützpfeiler hier hin. Was gibt's hier? Nochmal Gold? Noch mehr Gold? Hier muss da irgendwas Spannendes sein. Rubine. Rubine und Gold. Ich fühle mich fast schon wie die Gollum hier. Hier können wir nochmal mehr Werkzeuge rausholen. Noch mehr Rubine. Wir haben schon 21. Was kommt hier? Noch ein neuer Raum? Ach, hier ist Ende vom Kabel. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Mal draufklicken und ja, und was haben wir freigeschaltet? Ein grüner Strang, ein grünes Kabel läuft hier lang, hier unten durch. Oh Gott, ich muss einmal noch für was einen neuen Teil der Rakete gefunden. So muss es sein. Erstmal das Wasser hier schnell anschließen. Geht nicht. Workshop, tu's mal. Wir müssen unseren Workshop erstmal vergrößern. Ist der? Hier vorne? Ist das unser Workshop? Nein. Unser Workshop war... Hier vorne. Das ist unser Workshop. Bitte einmal größer machen. Einmal vergrößern dafür auch. Sicherheitshalber schon mal vorsorglich einen weiteren Pfeiler reinhauen. Und hier können wir das jetzt hinsetzen. Und wir kommen langsam auch gleich zum Ende, denn wenn ihr mal schaut, was hier rechts steht, Open Mineshaft to reach Level 2. Ab da darf ich euch leider im Augenblick nicht weiter zeigen. Ein bisschen machen wir noch, aber gleich ist Ende Gelände, denn ich darf euch nicht das ganze Spiel zeigen. Ich habe heilige Eide geschworen, es nicht zu machen.
und mehrere meiner Chat-Moderatoren habe ich leider als Pfand vergeben müssen beim Publisher. Wir sind gleich beim Ende hier. Das hier nochmal ausbauen. Hier vorne geht's hin. Jetzt haben wir noch ein paar Arbeitskräfte mehr hier. Unten die ins Wasser gehen wir nochmal ran. Hier sind wir. Wird bitte einmal gebuddelt. Das ist hier ein weiteres Teil der Rakete, Leute. Da kommen, brauchen wir jetzt 6 Arbeiter. Wie viele habe ich? Nur 6. Ich glaube, wir müssen das Quartier auch mal ausbuddeln. Ich finde die Geräusche so süß, die die machen. Wir haben zu wenig Prospektoren. Wir brauchen auch ein paar Prospektoren mehr. Ja, buddeln lassen die erstmal mit im Buddeln hier. Zwischendurch erzähle ich euch nochmal, das Spiel gibt es demnächst auf Steam, auf GOG, G-O-G, und im Epic Store. Es gibt doch überall auch eine Demo, die ihr runterladen könnt, die ihr selber spielen könnt. Die ist nicht so umfangreich wie das, was ich ja gerade mache, aber doch überall gibt es das Spiel halt. Und ich selber konnte es ein bisschen weiterspielen, glaube ich, als ihr. Aber es gibt noch, wenn ich das richtig informiert bin, 2 weitere Schichten hier noch, die man nur in den Untergrund noch weiter runtergehen kann. Und ihr merkt, der Einspiel des Spiels war echt leicht, obwohl wir auch schwierigen Schwierigkeitsgrad gespielt haben. Ist also einsteigerfreundlich. Aber je weiter man macht, desto komplexer gibt es. Und ich finde die Verzahnung zwischen der unteren Ebene und der oberen Ebene sehr cool gelungen. Dass man immer rauf und runter geht, dass es da auch weiterläuft, und das Spiel wird im Laufe der Zeit erstaunlich komplex und geht auch über die normalen City-Builder-Elemente raus. Und von vielen verschiedenen Spielarten sind hier Elemente drin. Von Dungeon Keeper sind da Sachen drin, von City-Buildern sind Sachen drin. Man kann auch Handel treiben, Import, Export machen. Es gibt wirklich viel zu entdecken. Einmal klicken wir drauf. Und? Ja? Clear your mind, little friend. Hear the old signal. Planning. Planning. Reach the stars. Reach the stars. Escape. Escape. Abort. Abort. Missing. Sounds like they didn't make it. Another piece of the vessel is found. That is all that matters. Yikes. I feel a bit dizzy. Channeling that voice sure takes it out of you. Everything is proceeding exactly as it should. Exactly as I planned. So, ein weiterer Teil ist gefunden, ein weiterer Teil wird oben aufgestellt und wir müssen jetzt etwas reparieren, um in das nächste Level reinzukommen. Das ist das Teil hier. Dafür brauchen wir 10 Aristobots, die habe ich, und das mache ich jetzt noch nicht. Fortsetzung folgt. Irgendwann wollen wir das auch weitermachen. Es gibt 5 Karten, 4 zu entdecken. Und ich hoffe, es hat euch angefixt. Wenn ihr das Spiel, ihr könnt die Demo runterladen und selber zocken. Ihr könnt das Spiel wishlisten auf Steam. Falls ihr euch noch nicht ganz sicher seid, ob ihr es euch auch kaufen wollt, dann könnt ihr es dort wishlisten. Was bedeutet, dass ihr Informationen bekommt zum Spiel, wenn es rauskommt, wenn es irgendwas Wichtiges gibt, und dass er dem Spiel auch mehr Sichtbarkeit gibt. Das bedeutet, wenn irgendwann das Spiel rauskommt, dass andere Leute, von denen, die so ähnlich sind wie ihr, wenn ihr denen das Spiel quasi indirekt ein bisschen nahelegen wollt, schaut euch das mal an. Dann wäre Wishlist eine Möglichkeit, denen das Spiel, den Entwicklern Sichtbarkeit zu geben für ihr Spiel. Das Spiel erscheint auch für Konsolen, nicht nur für den PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S und X und für die Nintendo Switch, und das alles 2023.